Jo, už tam běží na obrazovce. Oh. To jsou stresy tohleto. Kde my můžeme vidět? Aha, tamhle už. Jo, my to vidíme tamhle ve odrazu. To je dobrý, jo? To je dobrý. Není zvuk videa? Ja, ich glaube, dass die Erzieherinnen und Lehrerinnen müssen wirklich hochqualifiziert sein. Und wenn wir wirklich hochqualifizierte Menschen im Schulwesen haben wollen, dann müssen wir sie auch bezahlen können. Und was ich wirklich schade finde, ist zum Beispiel die Tatsache, dass eine Erzieherin oder Lehrerin im Kindergarten als ein typischer Frauenberuf wahrgenommen wird. Und ich glaube, es wäre wirklich gut, darüber nachzudenken, nicht nur wie oder ob sie besser zu belohnen, aber man könnte sich auch Gedanken darüber zu machen, wie man auch Männer motivieren könnte, damit sie sich auch im Schulwesen mehr engagieren. Also, ich würde sagen, dass sich die Situation positiv entwickelt und auch dank dem jetzigen Heiligen Vater Franziskus. Weil jetzt neulich hat er auch ein Dokument veröffentlicht, in dem er das bestätigt, was schon irgendwo geschieht. Also hier in Tschechien nicht so richtig, aber die Tatsache, dass die Frauen wirklich auch den Akolytendienst ausüben können. Und man spricht auch über den Diakonat für die Frauen. Also ich weiß jetzt nicht ganz genau, was der jetzige Status quo, wie der jetzige Stand aussieht. Aber ich glaube, dass der Diakonat für die Frau wirklich eine gute, richtige Funktion ist, weil es ist eigentlich eine soziale Funktion, eine soziale Aktivität in der Kirche. Und das ist allen Frauen sehr nah. Ich denke, für einen großen Teil der Bevölkerung hier in Deutschland ist das auch so. Aber wenn man Beiträge, ich sage jetzt mal Sarah Bosetti, hört in ihrem Kabarettprogramm, die Reaktionen weiterverarbeitet, die aufgrund ihrer Texte zu ihr gelangen, dann glaube ich, manchmal ist es noch ein weiter Weg, den wir da vor uns haben. Und aber nichtsdestotrotz müssen wir als Gesamtgesellschaft da weiter hinarbeiten, dass es definitiv eine Gleichberechtigung gibt. Hausfrau, warum nicht auch Hausmann? Ich glaube, es darf hier keine Automatismen geben. Es ist eigentlich ein Privileg, sich um seine Kinder kümmern zu dürfen. Und ich als Mann finde es sehr schade, dass das pauschal vielleicht sogar in einer Wahrnehmung, die Frau kann das besser, der Frau zugeworfen wird. Ich glaube sehr wohl, dass das eine Frage ist, die man gemeinsam als Familie beantworten kann und muss. Und zugleich wissen wir alle, dass es Zwänge gibt. Es gibt wirtschaftliche Zwänge, es gibt berufliche Zwänge etc. Es ist aber interessant, ich als Mann kriege Komplimente, dass ich meine Kinder abhole und mich um sie kümmere. Meine Frau wiederum kriegt komische Blicke, dass sie die Kinder in die Kita bringt und dann arbeiten geht, quasi eine Rabenmutter ist. Ich glaube, das fällt aus der Zeit. Ich glaube, wir müssen uns hier als Gesellschaft auch damit auseinandersetzen, dass jeder die gleichen Rechte hat und auch die gleichen Qualitäten, ob das Mann oder Frau sind. Und zugleich, finde ich, haben Frauen ein absolutes Recht auf eine Wahl, nämlich auch entweder eine berufliche Karriere zu gehen oder eben zu Hause zu bleiben. Da, finde ich, ist nichts besser oder schlechter. Was ich für schlecht halte, sind Zwang oder Automatismen. Das müssten wir schon hinter uns gelassen haben. Quoten, also die finde ich nicht gut. Das ist nicht die Lösung für die Gleichberechtigung von Mann und Frau. Ich glaube, hier sollte man eine andere Priorität haben. Man muss gucken, wie hochwertig der Mensch ist, wie gut er arbeitet und die Qualität seiner Arbeit ist eine Voraussetzung für seine professionelle berufliche Karriere.
Nein, auf keinen Fall. Auf keinen Fall nicht. Wir haben 51% der Frauen. Und im Parlament, im Senat, haben wir 81 Mitglieder und 14 davon sind Frauen. Aber das gilt nicht nur für die Politik, sondern auch für andere Bereiche, für die Medien, für die großen Unternehmen. Und ich glaube, das hängt aber auch sehr, sehr von der Leitung ab, von der Leitung dieser großen Firmen und Gesellschaften. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Gäste unserer Konferenz, der diesjährigen Konferenz von Ackermann-Gemeinde von EstAG, Konferenz Frauen in der heutigen Gesellschaft im deutsch-tschechischen Kontext. Ich freue mich sehr, dass ich Sie auch auf diese Art und Weise herzlich willkommen kann und Sie durch den heutigen Abend begleiten kann. Ich heiße Petra Krizek und ich bin stellvertretende Vorsitzende der SAG. Wenn die Situation ganz normal sozusagen wäre, würden wir alle hier in diesem Saal sitzen, hier in Prag, in dem Stadtteil von Wrschowice, wo Sie es ganz gut kennen. Jedes Jahr, seit sehr vielen Jahren, treffen wir uns hier zu der Konferenz vom Združení Ackermann-Gemeinde und Konrad-Adenauer-Stiftung. Leider ist die Situation aber nicht sozusagen normal und deswegen sind die Umstände der diesjährigen Konferenz wirklich unterschiedlich. Ich freue mich aber trotzdem, dass wir wirklich trotz allen Komplikationen das geschafft haben, uns auf diese Art und Weise zu verbinden und wir diese Konferenz starten können. Ganz am Anfang dieses Abends würde ich Sie ganz herzlich willkommen heißen. Nicht nur Sie, die jetzt gerade vor Ihren Bildschirmen zu Hause sitzen, aber auch alle anderen, auch die anderen, die sich an der Organisation des heutigen und morgigen Treffens beteiligt haben. Ich freue mich sehr und ich bin sehr dankbar, dass wir, wie alle Jahre, dass wir auch in diesem Jahr wirklich mit ganz vielen Partnern zusammenarbeiten konnten. Das sind Partner, die uns helfen, diese Konferenz mitzugestalten. Manche von ihnen werden auch mittels einer Fernverbindung mit Ihnen sprechen. Erlauben Sie mir bitte, mindestens einige von Ihnen zu nennen. Ich würde ganz gerne ganz am Anfang unseren langjährigen Partner erwähnen, die Stiftung, die Konrad-Adenauer-Stiftung in Tschechien. Dank der Konrad-Adenauer-Stiftung kann diese Konferenz schon seit so vielen Jahren stattfinden. Wir sind aber auch sehr dankbar für die Zusammenarbeit mit unserer Schwestergesellschaft Ackermann-Gemeinde aus der Bundesrepublik Deutschland. Wir bedanken uns auch bei der Stiftung Renovabis und natürlich auch bei dem Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds. Und was uns heute Abend und morgen Abend erwartet, worauf können wir uns freuen? Nach der kurzen Einführung und nach den Grußwörtern der Vertreter unserer Partnerorganisationen und unserer Organisation werden wir zwei Referate uns anhören. Ein Hauptreferat, der Hauptvortrag wird von Frau Elisabeth Meyer vorgetragen. Sie ist die Leiterin von dem Bund der deutschen katholischen Jugend. Und sie wird sich der Entwicklung der Position von Frauen in der europäischen Zivilisation widmen. Danach wird die Frau Maria Kolářová ans Wort kommen, die Kanzlerin des Erzbistums Prag. Und ihr Thema ist die Entwicklung der Position von Frauen im Umfeld der katholischen Kirche im 20. Jahrhundert. Nach diesen ersten zwei Referaten werden Sie die Möglichkeit haben, mittels Ihrer Computer, Zoom, Facebook, YouTube Fragen zu stellen an unsere Referentinnen. Diese Fragen werden wir Ihnen auch dann folgend vermitteln. Was jetzt den Tag von morgen angeht, also wir sprechen jetzt über Samstag, 13.02.2021. Der Tag beginnt ein bisschen früher, schon um 4 Uhr, um 16 Uhr. Morgen werden wir
ganz am Anfang unseren geistlichen Beirat uns anhören, Herrn Adolf Pinchir. Und das Hauptthema der Podiumsdiskussion ist die Frauen in der Kirche und der Gesellschaft. Danach, nach einer kurzen Pause, morgen Abend können Sie sich auf eine alternative szenische Diskussion quer durch die Jahrhunderte freuen mit dem Thema Die Frau in der Strömung der Zeit. Diese szenische Diskussion wurden von der Mitglieder der Spirala SAG und der Jungen Aktion vorbereitet. Ich habe vor kurzem die Generalprobe gesehen und ich kann Ihnen schon jetzt versichern, dass Sie sich schon auf was Großes freuen können. Und jetzt einen Schritt nach vorne und lassen Sie uns mal die diesjährige Konferenz offiziell eröffnen. Und deswegen übergebe ich das Wort mit der ersten Frage, fange ich an und wende ich mich an den Vorsitzenden von der Združení Ackermann-Gemeinde. Also ich wende mich jetzt an Herrn Daniel Herrmann und ich stelle ihm die folgende Frage. Wie ist eigentlich das Thema diesjährigen Konferenz entstanden, Frauen in der heutigen Gesellschaft im deutsch-tschechischen Kontext? Wieso haben wir das Thema der Stellung der Frau in der Gesellschaft ausgewählt und was hat uns dazu geführt, dieses Thema zu wählen? Und jetzt haben Sie das Wort, Herr Herrmann. Vielen Dank für die Frage und ich begrüße auch alle Freunde, die in Kontakt mit uns sind über verschiedene Plattformen. Die Frau und die heutige Zeit im deutsch-tschechischen Kontext. Die heutige Zeit ist sehr kompliziert. Wir kämpfen mit der Coronavirus-Pandemie an allen Fronten. Es hat sich das Leben in der ganzen Welt verändert und auch die Stellung der Frau ist in diesem Kontext außerordentlich schwierig. Homeoffice heißt ja nicht, nichts zu tun. Im Gegenteil, es ist eine intensive Arbeit in erschwerten Bedingungen. Aber die Frau kümmert sich auch um den Haushalt. Sie übernimmt die Rolle der Hauslehrerin. Sie kümmert sich um den Haushalt, um die Kinder, um die Familie, auch um die breitere Familie. Sie trotzt dem ständigen Gefühl der Gefahr. Das sind alles Situationen, die momentan unser Leben begleiten und gerade die Frauen sind stark betroffen. Und auch in dieser Hinsicht ist die deutsche Erfahrung inspirativ. In Deutschland gelingt es nämlich besser, den Herausforderungen der Coronavirus-Pandemie zu trotzen. Und das, würde ich sagen, ist ein Mehrwert zu dem heutigen Thema. Die Rolle der Frau war noch nie einfach. Auch in anderen stürmischen Zeiten, im Krieg, während der Vertreibung, in der Zeit, wo der Mann oft unterwegs war oder im Gefängnis. Das sind alles historische Entwicklungen, die wir erlebt haben. Und wir sind auf dem Boden einer christlichen Vereinigung, der Združení Ackermann-Gemeinde, und so müssen wir auch aus der Geschichte hervorgehen. Wie war die Stellung der Frau in der christlichen Gesellschaft in Mitteleuropa? Das sind alles Themen, mit welchen wir uns befassen wollen. Und deswegen haben wir auch für dieses Jahr dieses Thema gewählt, die Frau und die heutige Zeit im deutsch-tschechischen Kontext. Und abschließend möchte ich mich auch dem großen Dank anschließen bei allen, die sich an der Vorbereitung der Konferenz beteiligt haben. Vielen Dank für die Einführungsworte an Daniel Herrmann nach Budějovice. Und jetzt möchte ich die zweite Frage an die Geschäftsführerin von Združení Ackermann-Gemeinde, Frau Amalie Kostřížová, richten. Sie ist heute Abend hier bei uns im Saal und zum ersten Mal hat sie die Konferenz von Združení Ackermann-Gemeinde vorbereitet und gleich in diesem ungewöhnlichen Rahmen. Meine Frage ist eigentlich ganz einfach und sie lautet: Amalka, wie nimmst du die diesjährige Online-Form der Konferenz wahr? Was sind die Vor- und Nachteile? Guten Abend an alle Zuschauer und Zuhörer. Ich muss zugestehen, für das Büro
von Združení Ackermann-Gemeinde, dass wir bis zuletzt gehofft haben, dass wir uns doch alle hier im Hotel Iris Eden in Prag 10 treffen können. Aber die Corona-Situation war doch nicht förderlich und so mussten wir uns entscheiden, die Konferenz online zu veranstalten. Eine Online-Sendung oder diese Online-Form bringt natürlich auch viele Vorteile. Zum Beispiel die Tatsache, dass wir ein viel größeres Publikum erreichen können. Aber es gibt natürlich auch Nachteile. Zum Beispiel kann keine Online-Plattform die deutsch-tschechischen Begegnungen ersetzen, die normalerweise stattfinden können. Und ich muss sagen, dass ich mich persönlich schon sehr freue, wenn wir uns gemeinsam treffen können, über die Grenzen hinweg. Malka, vielen Dank für deine Einleitung. Ich glaube, dass wir deine Erwartungen auch teilen und wir alle freuen uns, dass wir uns doch bald wieder persönlich treffen können. Und dass wir auch das verwirklichen können, worum wir bemüht sind. Das heißt, möglichst intensive Kontakte zwischen den Deutschen und Tschechen zu ermöglichen, auf beiden Seiten der Grenze. Und nun möchte ich schon die nächste Frage stellen und den nächsten Gast um das Grußwort bitten. Ich möchte mich jetzt an unsere Partnerorganisation in der Bundesrepublik wenden, an die Ackermann-Gemeinde und den Vorsitzenden der Ackermann-Gemeinde, Herrn Martin Kastler. Viele von Ihnen wissen, dass am 13. Januar im letzten Monat wir uns des 75. Jubiläums der Gründung der Ackermann-Gemeinde erinnert haben. Es ist ein Grund für eine große Feier. Wir werden sicher auch im Laufe unserer Konferenz darüber sprechen. Aber in diesem Moment möchte ich Herrn Kastler fragen, eine Frage stellen, die mit seinem bisherigen politischen Engagement auch zusammenhängt. Martin, glaubst du, dass es Unterschiede in der Wahrnehmung der Frauen in der politischen Sphäre in Deutschland und in Tschechien gibt? Freunde der Struschin-Ackermann-Gemeinde, lieber Daniel Herrmann, lieber Tomislav, liebe Petra Ernstberger und Lissi Meyer, ich freue mich ganz besonders, dass ihr heute das Ganze online macht, was wir sonst traditionell hier in Prag veranstalten, dass ihr den Mut dazu hattet. Danke der Amalka und ihrem Team und natürlich dem Petra, der das jetzt moderiert, ganz online. Also wir sind hier ganz auf der Höhe der Zeit, wie so viele im deutsch-tschechischen Dialog in unserer Nachbarschaft müssen wir uns darauf einstellen oder mussten wir uns letztes Jahr darauf einstellen, uns entweder nicht zu sehen oder uns zu digitalisieren. Gott sei Dank klappt es ja auch einigermaßen mit dem Digitalen, auch wenn ich vorhin auch mal wieder ein paar Schwierigkeiten hatte, aber so ein Neustart, der hilft. Und von daher hoffe ich, dass mich jetzt alle hören. Ja, wir wollen nicht lange reden, sondern Fragen beantworten, war die Sache. Ich möchte es kurz machen. Ich denke, dass wir zwischen Deutschland und Tschechien eigentlich nicht so weit auseinander liegen, wenn es um die Bedeutung gerade von politischen Frauen geht. Die Tschechische Republik hat eine ganz engagierte EU-Kommissarin. Deutschland hat auch eine EU-Kommissarin, die ist zufällig noch Präsidentin geworden. Es gibt hochrangige Persönlichkeiten von Frauen, die in der Justiz, in der Wirtschaft, in Tschechien tolle Funktionen haben, die sich hier sehr viel einbringen. Und das haben wir in Deutschland auch, wenn ich an die Kanzlerin denke, Frau Merkel. In der Wirtschaft geht es ohne Quote wahrscheinlich nicht so ganz. Und in Deutschland wird deswegen ja auch diskutiert, dass man bei den großen Aktiengesellschaften und großen Unternehmen jetzt auch nachhilft, was die Politik Gott sei Dank schon vor längerer Zeit ja doch auch geschafft hat. Auch nicht einfach. Das ist meine Erfahrung, auch in meiner Partei, wo ich zu Hause bin. Aber es hat sich viel getan. Und andererseits glaube ich, dass die Berufstätigkeit vieler Frauen in Tschechien, auch in der Tschechoslowakei,
einfach dazu beigetragen hat, das übrigens auch im Ostdeutschland so war, dass es viel normaler ist und man sich nicht so viel Gedanken machen muss, ob jetzt hier eine Frau an der Führungsposition ist oder ein Mann. Und ich glaube, diese Offenheit, die brauchen wir auch, dass wir nicht so oft drüber nachdenken, sondern dass das einfach normal ist. Und deswegen finde ich es so schön, dass wir jetzt heute hier auch in unserer kirchlichen Organisation, der Struscheni oder auch wir als Ackermann-Gemeinde in Deutschland, ja auch eine kirchliche Organisation, dass wir einfach diese Normalheit, ja, leben und dass wir dieses Thema auch nochmal thematisieren jetzt, speziell bei dieser Jahreskonferenz und dazu auch ein Stück weit zur Normalität beitragen. Und dafür danke ich euch ganz herzlich und wünsche uns allen eine schöne Konferenz, leider eben online, aber vielleicht ist es ja auch das eine oder andere, was es erleichtert dann zur Teilnahme. Ich freue mich auf alle Fälle jetzt auf den Abend mit Ihnen, mit euch und wünsche dem Ganzen einen guten Verlauf. Vielen Dank. Děkuji Martinu Kastlerovi za jeho... vielen Dank an Herrn Martin Kastler für sein Grußwort. Und ich knüpfe jetzt daran an, was ich schon vorher erwähnt habe, ganz am Anfang unserer Konferenz. Die Konferenz von Združení Ackermann-Gemeinde hat eine langjährige Tradition. Schon über 20 Jahre treffen wir uns und seit dem Beginn ist auch die Stiftung, Konrad-Adenauer-Stiftung, dabei. Das ist wirklich einer der wichtigsten Partner von Združení Ackermann-Gemeinde. Und ich bin sehr froh, ich freue mich wirklich, wirklich sehr, dass ich jetzt irgendjemandem das Wort erteilen kann, der vor einem Jahr zurück in die goldene Stadt von Prag zurückkam. Irgendjemand schon vor vielen Jahren in Konrad-Adenauer-Stiftung tätig war und der jetzt zum Direktor vom Konrad-Adenauer-Stiftung geworden ist. Tomislav Delinic, schönen Abend und du hast das Wort. Aber ich werde mich jetzt an dich wenden als an einen Partner, einen Freund und ich werde dir ganz am Anfang eine Frage stellen. Also was lief durch deinen Kopf, als die Thematik der Frau in der heutigen Gesellschaft zum Thema der diesjährigen Konferenz vorgeschlagen wurde? Woran hast du gedacht? Dankbar für diesen Impuls, den die Ackermann-Gemeinde und du mit deinem Team gesetzt habt. Und ich möchte euch auch in diesem Rahmen beglückwünschen zu diesem spannenden Einstieg und für dieses Format. Ich finde, wir müssen gerade jetzt in dieser Pandemie diskutieren, wie unsere Gesellschaften in naher Zukunft funktionieren können. Da haben wir in Europa in der Tat in den letzten Jahrzehnten so viel erreicht. Aber die Berufswelt, die hat sich verändert. Wir brauchen auch jeden Einzelnen, um innovativ und wettbewerbsfähig zu bleiben. Aber wir müssen uns natürlich auch fragen, wie wir die richtigen Anreize für junge Familien setzen, sich dieser tollen Aufgabe zu stellen, Kinder großzuziehen. Wie schwierig das ist, das sieht man nicht zuletzt jetzt auch zu diesen Pandemiezeiten, auch mit der Frage, wie wir Beruf und Familie kombinieren wollen. Und das eben nicht zulasten von Frauen oder zulasten von Kindern, aber auch erst recht nicht zulasten der Familie als Institution. Da setzt uns Covid natürlich unter Druck. So vieles verändert sich so rasant um uns herum und darauf müssen wir reagieren. Wir müssen auch sehen, wie wir da weiterkommen. Da sollten wir über Möglichkeiten und Potenziale sprechen. Und ich glaube, in Europa haben wir da sehr, sehr viele. Erst recht, wenn wir über so viele Gesellschaften, Nationen uns mit kulturellem, verschiedenem Hintergrund und verschiedenen Traditionen austauschen können. Jeder sollte sich einbringen können, damit wir aus dieser Krise gestärkt herauskommen. Als moderne Gesellschaften mit traditionellem Bewusstsein. Und ich glaube, wie gesagt, dass wir da viel geschafft haben. Ich finde aber auch, wir müssen aufpassen, nicht in alte Muster zu verfallen. Und wir dürfen eben nicht zulassen, dass ein Zustand, in dem zum Beispiel in der Pandemie in der Tat viele, viele Frauen wieder sehr viel mehr Verantwortung aus dem Beruf heraus oder sogar mit Abkehr vom Beruf für Familien und Kinder, wenn Schulen und Kindergärten geschlossen sind, wenn diese Frauen das übernehmen müssen. Das ist eine wichtige Aufgabe, die wir aktuell alle sehen, aber wir dürfen nicht in alte Muster verfallen. Und es darf nicht automatisiert und alternativlos wieder eine Zurückdrängung passieren. Ich glaube auch, wir dürfen nicht vergessen, wie viele andere Themen plötzlich wieder bewusster werden, wie zum Beispiel häusliche Gewalt, ein Thema, das lange vielleicht wieder aus dem Blick verloren gegangen ist. Da sehen wir, was eine Pandemie dazu beiträgt, dass uns das klarer ist und dass wir die Diskussion wieder aufnehmen müssen.
Ich glaube aber, es gibt aber auch viele Chancen. Und da bin ich der Überzeugung, dass wir als Europa weiter Vorreiter bleiben müssen bei der Verteidigung von Rechten von Frauen oder generell von Rechten von allen Menschen, egal welche Religion, Ethnie oder sonstigen Bezug. Ich glaube, da haben wir immer eine wichtige Rolle gespielt. Und gerade jetzt auch in dieser Zeit müssen wir als Europäer dafür sorgen, dass wir diese Freiheiten, die freiheitliche Gesellschaft und das Selbstbestimmungsrecht der Einzelnen auch verteidigen und dass wir durch solche Diskussionen dazu beitragen. Ich glaube, das ist allen klar und ich denke, durch solche Diskussionen tragen wir auch dazu bei, dass diese Fragen immer mehr zur Selbstverständlichkeit werden. Ich auf jeden Fall freue mich auf das Programm und bin euch und allen Beteiligten sehr dankbar für diesen Impuls. Tomislav, danke. Vielen, vielen Dank, Tomislav, für deine Wörter. Vielen Dank auch für deine einführenden Gedanken. Die Konrad-Adenauer-Stiftung ist heute im Saal auch vertreten, auch in Person, auch physisch, und zwar durch die Referentin von Konrad-Adenauer-Stiftung. Also ich heiße hier herzlich willkommen Frau Lenka Longemart und ich freue mich sehr, dass wir auch Ihnen das Wort geben können. Sie haben sich auch an der Gestaltung diesjährigen Konferenz beteiligt. Sie wissen natürlich, dass wir mit sehr vielen Restriktionen zu tun haben. Und wir als Organisatoren sind wirklich sehr froh, dass sehr viele Frauenreferentinnen aus unterschiedlichen Bereichen akzeptiert haben und sich entschieden haben, an unserer Konferenz teilzunehmen. Darf ich Sie fragen, darf ich Ihnen die Frage stellen, was erwarten Sie persönlich, Sie selbst von der diesjährigen Konferenz? Vielen, vielen Dank für diese Frage. Ich freue mich auch sehr. Ich freue mich auch sehr, dass unsere Gäste, die wir eingeladen haben, unsere Einladung akzeptiert haben. Und vor allem deswegen, weil unsere Gäste wirklich unterschiedliche Bereiche des Lebens vertreten. Und das ist natürlich wirklich ein sehr guter Grund oder eine sehr gute Voraussetzung für eine sehr interessante Diskussion. Ich glaube, alle Frauen nehmen ihre Stellung in der Gesellschaft ein bisschen anders war. Und was ich allen wünschen würde, also ich hoffe, dass es Ihnen gefällt, dass Sie unsere Konferenz auch trotz der Tatsache, dass wir uns nicht sehen können, genießen und dass Sie die Konferenz wirklich inspirationsvoll finden. Vielen Dank. Vielen Dank für diese schönen Wünsche und wir hoffen auch, dass diese Wünsche erfüllt werden. Und genehmigen Sie mir bitte, dass ich jetzt das Wort an Frau Petra Ernstberger weiterleite. Frau Petra Ernstberger ist die Direktorin des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds. Und der Deutsch-Tschechische Zukunftsfonds, genauso wie die Konrad-Adenauer-Stiftung, seit dem Beginn diese Konferenz uns hilft, diese Konferenz zu organisieren, zu gestalten. Wir als Organisatoren schätzen sehr alle Unterstützung, die wir von dem Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds bekommen. Und Frau Geschäftsführerin, ich habe eine Frage an Sie. Sie als Geschäftsführerin des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds, Sie haben einen sehr guten Überblick über die Kultur in beiden Ländern. Was denken Sie, glauben Sie, dass der Zugang der Konferenzteilnehmer zu dem gewählten Thema bei den tschechischen Teilnehmern ein anderer sein kann als bei den deutschen Teilnehmern? Oder erwarten Sie eher Zugänge zu dem Thema, die unabhängig von der Muttersprache der Teilnehmer sind? Was denken Sie? Was würden Sie dazu sagen? Mal allen einen wunderschönen Abend und freue mich sehr, dass ich zu einem Grußwort eingeladen worden bin. Und ja, das Thema Frauen begleitet mich ja schon viele Jahrzehnte, auch in meiner ehemaligen politischen Karriere. Und ich muss einfach sagen, Frauen sind unheimlich unterschiedlich, natürlich auch wie Männer, aber sie unterscheiden sich zum Beispiel durch das Alter. Denn junge Frauen gehen an das Thema wahrscheinlich anders ran, als es ältere Damen machen. Und damit zusammenhängt auch die Sozialisation, in denen sie sozusagen erzogen worden sind.
Und das fängt bei der Familie an. Und gerade im Bereich, was jetzt die Ackermann-Gemeinde und die Struzeni macht, hängt es damit zusammen, ob sie christlich erzogen worden sind oder eben in einem nicht christlichen Rahmen. Genauso viel Einfluss auf den Zugang zum Thema haben die staatlichen Systeme, in denen die Menschen aufgewachsen sind. Und das betrifft vielleicht sogar die Älteren, denn da unterscheiden sich die deutschen und die tschechischen Systeme, haben sich da ja sehr unterschieden. Und ein Beispiel ist zum Beispiel in den sozialistischen Staaten war die Berufstätigkeit von Frauen keine Frage. Mit der gleichen Selbstverständnis und Selbstbewusstsein sind Frauen damals arbeiten gegangen. In Deutschland ist das ein langer Prozess gewesen. Bis in den 70er Jahren mussten Frauen in Deutschland ihren Mann, ihren Ehemann noch um Erlaubnis fragen, ob sie überhaupt arbeiten dürfen. Und das prägt natürlich auch die Frauen, auch die, die jetzt zum Beispiel heute hier teilnehmen. Aber es gibt natürlich auch Ebenen, die ähnlich sind, sowohl in Deutschland wie in Tschechien. Zum einen eint uns, dass sowohl die Frauen in Tschechien als auch in Deutschland noch immer nicht in allen Berufen den gleichen Lohn wie die Männer erhalten. Dafür kämpfen Frauen in Deutschland sehr und auch in Tschechien gibt es da entsprechende Bewegungen. In einem der vorherigen Clips wurde gezeigt, ja, Frauen sind auch nicht so häufig in Spitzenpositionen vertreten, zum Teil noch gar nicht. Und das ist in Spitzenpositionen, bedeutet in der Wirtschaft und bedeutet auch an Universitäten wirkliche Spitzenpositionen und auch in der Politik. Wobei das in Deutschland durch die Kanzlerin schon noch eine andere Dimension erhalten hat. Ich bin aber auf der anderen Seite stolz drauf, dass wir zum Beispiel im Fonds gemeinsam es erreicht haben, dass wir nicht nur die gleiche Anzahl von Deutschen und Tschechen, sondern auch von Männern und Frauen haben und die Gleichberechtigung auch in Form der Gehalter voll durchgezogen haben. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass die heutigen und morgigen Diskussionen sehr, sehr spannend werden, weil eben die Frauen so unterschiedlich sind und damit auch unterschiedliche Herangehensweisen an das Thema haben. Und das wird schwierig für die Moderation werden, das alles zusammenzufassen und auf eine Linie zu bringen. Aber es wird auch zeigen, dass sich nach und nach die Unterschiede mehr oder minder angleichen werden. Aber es bleibt noch etliches zu tun, um die Gleichberechtigung für Frauen wirklich auf allen Gebieten durchzuziehen. Vielen Dank und viel, viel Erfolg für die Konferenz heute und morgen. Vielen Dank. Vielen Dank an die Frau Petra Ernstberger. Vielen Dank für Ihre herzlichen Worte. Vielen Dank für das Grußwort. Und ich bedanke mich wirklich jetzt bei allen, die sich noch angeschlossen haben in den letzten Minuten und die also auch die Grüßworte sich anhören konnten. Und jetzt kommen wir schon mit dem zweiten Schritt wirklich zu dem eigentlichen Thema der diesjährigen Konferenz, also zu dem Thema, das von mehreren schon als ein schwieriges Thema beschrieben wurde, gleichzeitig auch, aber auch ein spannendes Thema. Als wir uns im Vorstand von Združenie Ackermann Gemeinde getroffen haben und uns darüber Gedanken gemacht haben, was wird das Thema der diesjährigen Konferenz sein wird, haben wir zum Beispiel an das 1000. Todesjahr vom heiligen Ludmila, die Großmutter vom heiligen Wenceslav, eine Frau, die wirklich sehr berühmt wurde und immer noch berühmt ist. Das Thema war also klar. Es lag vor uns und wir mussten nur einfach
den richtigen Zugang zu diesem Thema finden. Und wir haben uns wirklich entschieden, darüber zu sprechen, wie ist also die Stellung der Frau in der heutigen Gesellschaft im deutsch-tschechischen Kontext. Gleichzeitig wussten wir, dass wenn wir an die richtige Herangehensweise finden wollen, werden wir auch einen wichtigen und guten einführenden Vortrag finden. Und wir wussten, dass wir wirklich eine gute Grundlage für die folgenden Debatte brauchen. Und ich freue mich sehr und bin sehr dankbar, dass wir in Zusammenarbeit mit der Konrad-Adenauer-Stiftung wirklich so eine Referentin gefunden haben und dass diese Rednerin, diese Referentin dann unsere Einladung auch akzeptiert hat. Und wir werden sie auch ganz, also in ein paar Minuten auch herzlich willkommen heißen können. Also das Thema Entwicklung der Stellung der Frau in der europäischen Zivilisation wird von Frau Elisabeth Meyer vorgetragen. Wie ich schon sehe, ist sie schon da auch. Ich sehe sie auf dem Bildschirm. Und es ist eine Referentin, die wirklich vom Anfang an ihres gesellschaftlichen Engagements sehr, sehr engagiert ist in unterschiedlichen Vereinen und Organisationen, die mit Frauen und Männern zusammenarbeiten. Es ist aber auch eine Frau, die eine besondere Herangehensweise hat. Frau Elisabeth Meyer ist eine deutsche Politikwissenschaftlerin, Lehrerin. Sie ist die Leiterin des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend, BDKJ, und sie ist auch in einer Institution tätig, die mit der deutschen Jugend arbeitet, von dem deutschen Jugendring. Frau Meyer hat ihre Wurzeln auf der anderen Seite im Erschenberg in Bayern, wo sie auch aufgewachsen ist. Sie hat in München auf der Ludwig-Maximilian-Universität studiert. Sie hat Politikwissenschaften studiert, Theologie, Soziologie und auch Wirtschaftswissenschaften studiert. Es ist höchstwahrscheinlich, dass sie selbst darüber besser sprechen könnte oder erklären könnte, wieso sie sich entschieden hat, sich so zu engagieren. Vielleicht hat sie auch sehr viele Inspiration bei beim Kolping gefunden. Also sie ist die Leiterin, Vorsitzende von BDKJ, das habe ich schon gesagt, aber ich würde Ihnen noch was zu ihrem anderen Engagement gerne sagen. Frau Elisabeth Meyer ist auch die Mitgliederin von dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken. Und vielleicht werden Sie auch sehr interessant finden, dass in diesem Jahr vor ein paar Tagen wurde sie von der deutschen Bewegung verehrt für ihre Arbeit und für ihre Vision eines demokratischen und offenen Europas. Sie ist also eine der wichtigsten Frauen Europas. Also vielen, vielen Dank an Frau Elisabeth Meyer. Wir grüßen Sie nach Berlin und wir sind wirklich sehr, sehr, sehr froh, dass Sie dabei sind und dass Sie mit uns hier in Prag in Wrschowice da sind. Herzlich willkommen. Vielen herzlichen Dank. Jetzt fühle ich mich wirklich sehr, sehr geehrt, Herr Grisek, nach diesen einführenden Worten. Vielen Dank für die schöne Ankündigung, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Frau Grisek, lieber Herr Herrmann, lieber Tomislav Delinic, lieber Martin Kastler, liebe Petra Ernstberger. Ich freue mich sehr, dass ich heute gebeten worden bin, zu Beginn dieser Tagung einen kurzen historisch-kulturellen Überblick auf die Emanzipation der Frau in Europa zu bieten. Dazu könnte man eigentlich eine ganze Vortragsreihe, wenn nicht gleich eine Ringvorlesung halten oder gestalten.
zumal sich die Frauenbewegung in Europa ja nicht linear entwickelt hat und die Unterschiede in Ost- und Westeuropa, aber auch im Norden und im Süden Europas doch immer wieder deutlich werden. Ich habe heute nur eine halbe Stunde Zeit und werde daher nur die Möglichkeit haben, ein paar Schlaglichter auf die letzten 250 Jahre zu setzen. Aber ich freue mich sehr darüber, dies in kurzen Einblicken tun zu dürfen. Wenn auch in einem ungewohnten Format. Sie haben es vorher schon in Ihren einführenden Worten gesagt. Ich wäre auch sehr gerne persönlich zu Ihnen nach Prag gekommen, um Ihrer Veranstaltung beizuwohnen und mit Ihnen auch am Rande der Veranstaltung ins Gespräch zu kommen. Aber die aktuelle Situation lässt dies leider nicht zu. Ich hoffe dennoch, bald wieder diese wunderschöne Stadt besuchen zu dürfen. Nun aber zurück zum Thema. Auf dem Weg der Emanzipation der Frau erscheinen zwei Themen wiederkehrend wichtig in der Historie. Die Selbstbestimmung von Frauen und ihre Repräsentation in Politik und Gesellschaft. An diesen beiden Fragen haben sich in ganz Europa immer wieder erbitterte Diskussionen, Protest und Widerstand entzündet. Was sich durch alle Themen der Frauenbewegung zieht. Erstens, es ging immer um die Frage, wie viel Macht Männer über Frauen ausüben. Zweitens, die Frauenbewegung war immer eine Bewegung der Zivilgesellschaft. Und drittens, sie war immer dann erfolgreich, wenn sie es geschafft hat, sich über Parteigrenzen und gesellschaftliche Strömungen hinweg zusammenzuschließen. Grundsätzlich lässt sich die Frauenbewegung in Europa in drei Wellen unterteilen. Dabei werde ich jetzt auf die erste Welle etwas länger eingehen und etwas umfangreicher, weil sie europaweit eine höhere Gleichzeitigkeit hatte. Die zweite und die dritte Welle etwas kürzer beleuchten und ich möchte es mir nicht nehmen lassen, schlussendlich auch einen kurzen Blick auf die aktuelle Situation oder aktuelle Themen in der EU nochmal zu werfen. Die Frauenbewegung erreichte einen ersten Höhepunkt in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts mit der 1848er Revolution und den anschließenden Erfolgen des politischen Wahlrechts. Auslöser für die zweite Welle der Frauenbewegung in den 60er Jahren war ein allgemeiner gesellschaftlicher Umbruch und Wertewandel, insbesondere in Westeuropa. In den 1990er Jahren zeichnete sich vor allem in den USA die dritte Welle der Third Wave Feminism ab, der dann Ende der 90er Jahre auch nach Europa überschwappte. Insgesamt haben Frauen in den vergangenen 250 Jahren aus rechtlicher Sicht als auch aus sozialer Perspektive mehr Selbstbewusstsein, mehr Rechte und bessere berufliche Chancen erlangt. Dennoch ist eine vollständige Gleichstellung noch lange nicht erreicht, wie es die Zahlen leider zeigen. Aber lassen Sie uns erstmal eintauchen in die Historie. Zunächst die erste Welle der Frauenbewegung in Europa. Die wichtigsten angestrebten Ziele der ersten Welle der Frauenrechtsbewegung waren erstens das Recht auf Erwerbsarbeit, zweitens das Recht auf Bildung für Frauen, für welches sich insbesondere auch katholische Frauenvereine und Verbände eingesetzt haben. Und drittens der Kampf um das Recht auf ein aktives und passives politisches Handeln, insbesondere das Frauenwahlrecht, das zivilgesellschaftliche Frauenverbände aus katholischen und sozialdemokratischen, aus bürgerlichen und arbeiterbewegten Kontexten gemeinschaftlich vorangetrieben haben. Zu Beginn des Kampfes für das Frauenwahlrecht war ein populäres Gegenargument von Politikern, es würde in den Familien vermehrt zu Streit, vor allem zwischen den Ehepartnern, kommen, wenn Frauen selbstständige Wahlentscheidungen treffen könnten. Gut, heute würde man sagen, in eine gute Ehe gehört ein guter demokratischer Diskurs und der sollte auch kontrovers geführt sein dürfen. In einigen europäischen Ländern erhielten daher zu Beginn nur ledige oder verwitwete Frauen das Wahlrecht. Bei Verheirateten ging man davon aus, dass sie durch ihren Ehemann ausreichend vertreten werden. Vielleicht klingt das absurd und trotzdem müssen Frauen auch in einigen europäischen Ländern oder weltweit auch heute noch dagegen ankämpfen, dass Männer über sie entscheiden wollen, aber dazu später mehr. Als erstes europäisches Land führte Finnland 1906 das Wahlrecht für Frauen ein, als letztes Liechtenstein im Jahr 1984. Niederländerinnen etwa dürfen Anfang des 20. Jahrhunderts zuerst für politische Ämter kandidieren, an die Wahlurne.
dürfen sie jedoch erst später. Das Misstrauen gegenüber weiblichen Entscheidungen ist immer noch groß in dieser Zeit. In Parlamenten sind Frauen immerhin unter Beobachtung, in der Wahlkabine nicht. Deutschland gehört 1918 mit der Einführung des allgemeinen Wahlrechts für Frauen und Männer zur Avantgarde. In den viel älteren Demokratien Großbritannien und Frankreich hat der weibliche Teil der Bevölkerung dieses Recht bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Dabei ist Frankreich das Mutterland der Revolution, auch das Mutterland des Feminismus. 1791 konfrontierte die Schriftstellerin Olympe de Gouges die französische Nationalversammlung mit einer Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin. Im Artikel 1 verkündete sie: Die Frau wird frei geboren und bleibt dem Mann an Rechten gleich. Und in Artikel 10, die Frau hat das Recht, das Schafott zu besteigen. Sie muss gleichermaßen das Recht haben, die Tribüne zu besteigen. Das Schafott bekam de Gouges zu spüren. Sie wurde 1793 nach einem Schauprozess hingerichtet. Und erst nach dem Zweiten Weltkrieg zogen französische Bürgerinnen mit Bürgern wirklich gleich. Für Freiheit, Gleichheit, Schwesterlichkeit. Die französische Revolution als bürgerliche Revolution im Herzen Europas läutete den Anfang vom Ende der Herrschaft von Feudalismus und Monarchie in Europa ein. Sie war zugleich auch der Anfang der Frauenbewegung in ganz Europa. Der revolutionäre Diskurs in den Salons blieb nicht auf die Männer beschränkt. Auch Frauen stellten Fragen über Gerechtigkeit, über Gleichberechtigung. Sie stellten Fragen darüber, ob Menschen frei geboren werden und ob die Freiheiten, für die die Männer zu kämpfen bereit waren, nicht auch für sie als Frauen galten. Dabei setzten sie sich großen Risiken aus, denn eine Frau, die bereit war, für ihre Rechte zu kämpfen, landete im vorrevolutionären Frankreich schnell in der Irrenanstalt. Und auch in Frankreich entschied die gesellschaftliche Stellung darüber, welche Freiheiten eine Frau genießen konnte und welche nicht. Frauen der Oberschicht, die in den Salons verkehrten, konnten auch vor der Revolution schon viel freier ihre Gedanken äußern und über Geld verfügen. Arme Frauen hingegen blieben von diesen Freiheiten ausgeschlossen. Sowohl Bildung als auch Teilhabe waren für sie unerreichbar. Die großen Denker der Freiheit, der bürgerlichen Revolution, wollten von der Gleichheit der Geschlechter nichts wissen. In hochtrabenden Traktaten fanden sie viele Gründe, warum es Frauen verwehrt sein sollte, an der politischen Gestaltung der Gesellschaft teilzuhaben. Trotzdem, so hatten die großen Vordenker der französischen Revolution wie Rousseau mit den Frauen eben recht wenig im Sinn. Im Gegenteil, Rousseau erklärte, die beste Eigenschaft der Frau sei ihr Gehorsam. Auch bei der Nationalversammlung blieben die Frauen Zuschauerinnen, von den großen weltgeschichtlichen Ereignissen ausgeschlossen, aufgrund ihres falschen Geschlechts. Doch der Samen der Revolution war in ihnen gesät und so schlossen sich viele von ihnen zu eigenen Vereinen zusammen, die zunächst das Ziel hatten, die Armut in Paris zu bekämpfen und für bessere Lebensbedingungen zu sorgen. Dieser Ursprung der ersten Frauenvereine und Frauenverbände in ganz Europa lag in dieser Zeit. Auch viele der katholischen Frauenverbände haben sich damals schon gegründet. Und zahlreiche katholische Frauenverbände und Frauenvereine sind und waren eng mit der Industrialisierung verbunden, der Armut in den Städten und den ungleichen Bildungschancen für Frauen in dieser Zeit. Meist waren es Frauen aus besseren Verhältnissen, die in großer Frauensolidarität sich mit den Frauen verschwesterten, die beispielsweise an den Bahnhöfen in Belgien, den Niederlanden oder Deutschland strandeten, arm und ausgelaugt auf der Suche nach Arbeit, Essen und Wohnraum und natürlich auch in einer gewissen Unsicherheit. Es war der Beginn der heutigen Bahnhofsmission, so wie wir sie beispielsweise in Deutschland, aber auch in anderen europäischen Ländern kennen. Aus diesen Frauenverbänden unterschiedlichen politischen Hintergrunds gingen schließlich auch politische Forderungen hervor. Sie verlangten Bildung für Frauen und die juristische Gleichstellung. Die Männer aber, die eben noch von der natürlichen Gleichheit aller Menschen geschwärmt hatten, stellten sich auf einmal taub.
Auch Napoleon hatte wenig für die Frauensache übrig. Frauen wurden im Code Civil von allen Bürgerrechten ausgeschlossen und eine Gehorsamsverpflichtung der Frau gegenüber dem Mann gesetzlich festgeschrieben. Erst 1868 wurde das Versammlungsverbot für Frauen aufgehoben in Frankreich, doch politisch aktive Frauen blieben der Verfolgung und Diskriminierung ausgesetzt. Und wie eben schon erwähnt, erst nach dem Zweiten Weltkrieg bekamen die ersten oder das Land der ersten Vorkämpferinnen sozusagen für die Frauen überhaupt erst das Recht zu wählen. Englands Suffragetten mussten weniger Geduld aufbringen, aber mehr Kampfgeist. Sie gelangten bereits 1928 ans Ziel. Suffragette, darin steckt das Wort Suffrage, das englische Wort für Wahlrecht. Aber auch die Assoziation zu Suffering, also Leiden, passt. 1909 sollte nämlich ein entscheidendes Jahr im Kampf ums Wahlrecht werden. Und das rief Emmelines Tochter Christabel Pankhurst aus. Als ein Hungerstreik nicht zum Ziel führte, griffen die Frauen zu den Waffen. 115 Suffragetten verhaftete die Polizei in London bei einer Kundgebung vor dem Unterhaus am 18. November 1918. Von militanten Weibsbildern sprach die Staatsgewalt. Vom Schwarzen Freitag die Frauenbewegung. Verglichen mit dem blutigen Kampf auf der Insel, der wahrhaft ein solcher war, kommt der Fortschritt in Deutschland ganz leise fast daher. En passant haben Deutschlands Frauenrechtlerinnen und Rechtler, auch Männer waren darunter, den Erfolg vom 12. November 1918 aber nicht erzielt. Denn auch hinter ihnen lag ein langer, weiter Weg. Denn Gründe für die Ausgrenzung von Frauen fallen Psychologen, Medizinern und Kirchenvertretern im 19. Jahrhundert in Deutschland und Österreich reichlich ein. Frauen seien zu emotional für die Politik, ihr Hirn sei zu klein, ihr Körper zu schwach, Mutterschaft und Haushalt entsprechen allein ihrer Natur. So steht es in Büchern, so tönt es von den Kanzeln, so zuren es Gesetze fest. Frauen wird jede politische Betätigung verboten und die Verbotslust steigt, je mehr die Frauen sich organisieren. Das preußische Vereinsrecht von 1850 verfügt in Paragraph 8, für Vereine, welche bezwecken, politische Gegenstände in Versammlungen zu erörtern, gelten nachstehende Beschränkungen. Sie dürfen keine Frauenpersonen, keine Schüler, keine Lehrlinge sein. Frauenpersonen, Schüler und Lehrlinge dürfen den Versammlungen und Sitzungen solcher politischen Vereine nicht beiwohnen. Werden dieselben auf Aufforderung des anwesenden Abgeordneten der Obrigkeit nicht entfernt, so ist Grund zur Auflösung der Versammlung vorhanden. Es gibt Frauenpersonen, die sich weder von diesen Paragraphen noch von Professoren abschrecken lassen. Bürgerliche Frauen, die aufrührerische Bürgerbücher schreiben, Arbeiterinnen, die Flugblätter verfassen, Damen der besseren Gesellschaft, die den Zugang zu akademischer Bildung fordern, Frauen aus armen Verhältnissen, die menschenwürdige Lebens- und Arbeitsbedingungen einfordern. Es gibt nicht die eine Frauenbewegung zu dieser Zeit, Ende des 19. Jahrhunderts. Aber die Frauenbewegungen schließen sich Stück für Stück immer mehr zusammen. Und so gelangen sie auch zum Erfolg. Als bei den Wahlen zur Nationalversammlung der Weimarer Republik 1919 zum ersten Mal Frauen wählen und gewählt werden durften, gab es in der neuen Nationalversammlung mit 41 weiblichen Abgeordneten einen Frauenanteil von 10%. Dies war damals der höchste Frauenanteil weltweit. In Deutschland wurde er nach einer längeren Tiefphase dann erst wieder 1983 erreicht. Aktuell beträgt der Frauenanteil in Deutschland im Deutschen Bundestag 31%. Und weil ich vorher das mit den Quoten gehört habe, viele Frauen und Frauenverbände in Deutschland engagieren sich eben schon seit einiger Zeit nun auch für eine verbindliche Frauenquote in Parlamenten. Genau aus dem Grund, um diesen Frauenanteil auch wieder zu erhöhen.
Die Entwicklung der tschechischen Frauenbewegung verlief im Allgemeinen nicht nur zur deutsch-österreichischen Bewegung parallel, sondern auch allgemein zur Entwicklung der Frauenfrage in Europa. Auch wenn die tschechische Frauenbewegung im Vergleich etwa zur Situation in England, was wir gerade gehört haben, eher gemäßigter war oder als eher gemäßigt bezeichnet werden muss. In Böhmen wies sie einen zeitlichen Vorsprung gegenüber Mähren auf und viele Impulse kamen von der Hauptstadt Prag. In Prag war die Mehrheit der Bevölkerung tschechisch, die deutsche Minderheit nahm in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts stark an Zahl ab. Ab ungefähr 1890 ging es auch in der Prager Frauenbewegung um politische Rechte. Der erste Prager Frauenverein feministischer Ausrichtung war jedoch auf deutscher Seite gegründet worden. Es handelt sich um den Verein Frauenfortschritt, der 1893 entstand. 10 Jahre später hatte er bereits mehr als 1200 Mitglieder, die in der Mehrzahl aus Prag, jedoch auch aus den deutschen Gebieten in Böhmen und Mähren stammten. Erst 1904 wurde ein tschechischer feministischer Frauenverein gegründet, der Český klub Český. 1901 hatte noch Marianne Heinisch festgestellt, dass die Polinnen, die Tschechinnen und die Kroatinnen noch keine Frauenrechtsbewegung besaßen. 4 Jahre später schuf der Český klub Český einen Ausschuss für das Frauenwahlrecht und wählte dabei bewusst diese Form, damit der Verein selbst nicht wegen Überschreitung der von den Statuten erlaubten Tätigkeit verfolgt werden konnte. Es ging also auch immer darum, irgendwie zu schauen, wie kann man sich überhaupt organisieren als Frauen in dieser Zeit oder wie kann man überhaupt zusammenkommen, um sich darüber auszutauschen, wie man sich auch mehr Rechte in der Gesellschaft ermöglichen kann. Dieser Ausschuss für das Frauenwahlrecht hatte eine Lücke in der Wahlordnung zum Böhmischen Landtag entdeckt, die nicht ausdrücklich festhielt, dass Frauen nicht gewählt werden konnten. Die Sache war dann ziemlich dringend, weil eine Wahlreform bevorstand und die Gefahr bestand, dass diese Lücke dann auch geschlossen wird. Eine Wahlkampagne begann. Nachdem die ersten Versuche mit der Kandidatur von Frauen fehlgeschlagen waren, gelang es 1912 der tschechischen Schriftstellerin, und jetzt hoffe ich, dass ich sie richtig ausspreche, Bozena Vikova-Kunetička, tatsächlich in den Landtag gewählt zu werden. Und damit einige Jahre, bevor die erste Frau in Deutschland in den Reichstag gewählt werden konnte. Insofern hatten die tschechischen Frauen eigentlich eine Vorreiterinnenrolle bei dieser ersten Welle der Frauenrechtsbewegung gegenüber vielen Frauen in Europa. Allerdings, da die österreichischen Behörden die Wahl nicht anerkannten und der Landtag 1913 wegen der sich aufschaukelnden nationalen Konflikte aufgelöst wurde, konnte Vikova Kunetička ihr Mandat nicht ausüben. Doch hatte die Wahl international Aufmerksamkeit erregt und wurde von den tschechischen Frauen als Sieg der Frauen angesehen. Für die Stadtratswahlen vom 15. Juni 1919 galten für Frauen und Männer zum ersten Mal dieselben Bedingungen und am 29. Februar 1920 erhielten Frauen das allgemeine aktive und passive Wahlrecht auf nationaler Ebene. Nach der Unabhängigkeit 1992 wurde das allgemeine Wahlrecht für Frauen und Männer 1993 bestätigt. Auch wenn der Zeitpunkt der Einführung sehr unterschiedlich war, so ist allen Ländern in Europa in dieser ersten Welle der Frauenbewegung eins gemeinsam. Ohne engagierte, durchsetzungsstarke Frauen, die sich zusammengeschlossen haben, hätte es das Wahlrecht nicht so gegeben. Doch Stimmrecht heißt noch lange nicht Selbstbestimmung. Vor der Wahl zum Deutschen Reichstag am 19. Januar 1919 buhlen alle Parteien um die Gunst der Wählerinnen. Für die verfassungsgebende Deutsche Nationalversammlung kandidieren 308 Frauen. 37 von ihnen ziehen ins provisorische Parlament ein. Eine von ihnen ist Marie Juchatz, die Begründerin der Arbeiterwohlfahrt in Deutschland. Die erste Frau, die vor Abgeordneten eine Rede in Deutschland hält. Und sie sagt: Meine Herren und Damen, wenn ich als Frau zu Ihnen spreche, so hoffe ich doch, dass recht viele Männer auf meine Worte achten werden. Die Frau ist vollberechtigte Staatsbürgerin.
Es gibt viel mehr Frauen im wahlfähigen Alter als Männer. Das Protokoll verzeichnet an dieser Stelle Heiterkeit. Im Gelächter der männlichen Abgeordneten geht leider unter, was Marie Juchat sonst noch sagt, nämlich, dass Gleichberechtigung eine Selbstverständlichkeit sei. Am 14. August 1919 tritt dann die Weimarer Reichsverfassung in Kraft und tatsächlich regelt dort dies wie selbstverständlich der Artikel 109. Männer und Frauen haben grundsätzlich dieselben staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten. Doch welche Rechte erstrebenswert sind, das ist umstritten, auch innerhalb der Frauenbewegung. Selbstbestimmung über den Körper heißt das, rauchen dürfen, Radfahren, das Korsett ablegen dürfen oder meint es auch die Legalisierung der Abtreibung, Teilhabe an Bildung und Berufswelt, heißt das auch wirtschaftliche Unabhängigkeit vom Mann? Selbst in Deutschland ist noch bis weit in die 70er Jahre hinein ist es der Frau nicht möglich, zum Beispiel berufstätig zu sein ohne die Erlaubnis des Mannes. Oder ist es der Platz der Frau, der immer noch an der Seite des Gatten und auch in dieser Abhängigkeit steht? Diese Fragen haben am Ende der ersten Welle eine Rolle gespielt oder im Laufe der ersten Welle eine Rolle gespielt. Sie sind aber nicht vollendet in den Debatten worden, weil die Zeit des Nationalsozialismus und der Zweite Weltkrieg viele dieser Fragestellungen oder der Debatten um Jahrzehnte zurückwarf und große Rückschritte auch in der Frauenbewegung bedeutete. Ich komme jetzt zur zweiten Welle der Frauenrechtsbewegung in Europa. Der Ausgang der zweiten Welle der Frauenbewegung war ein allgemeiner gesellschaftlicher Umbruch und Wertewandel nach den 1960er Jahren. Man kritisiert die Diskriminierung von Frauen, besonders von Müttern, da Frauen wieder in die häusliche Sphäre gedrängt werden. Diese zweite Welle wird oft als Teil der neuen sozialen Bewegung verstanden. Charakteristika der zweiten Frauenbewegung waren radikalere Protestformen, das Auseinandersetzen mit den Ursachen von Diskriminierung und Gewalt. Und auf dem Weg zur Emanzipation in dieser zweiten Welle spielte auch die Studentinnenbewegung der 1968er Jahre eine wichtige Rolle. Die besonderen Merkmale dieser zweiten Welle waren erstens die Analyse der Ursachen des als Diskriminierung und Gewalt erfahrenen Unrechts, zweitens Themen wie Sexualität und sexueller Missbrauch, drittens der Wunsch nach einem selbstbestimmteren Leben. Und hierzu gehörten in den vielen Ländern auch Debatten wie die Einführung der Antibabypille, die Diskussion rund um das Thema Abtreibung. Doch diese zweite Welle der Frauenbewegung war keine wirklich europaweite Frauenbewegung mehr, wo man sagen kann, in allen Ländern Europas hat es gleichermaßen die gleiche Rolle gespielt, so wie die erste Welle sehr stark fokussiert war auf das gemeinsame Ziel, dass fast in allen Ländern die Frauenbewegung sehr stark auf die Wahlen fokussiert war oder auf das politische oder das Recht auf politische Teilhabe. Denn die Ausgangsvoraussetzungen von Frauen waren in Ost- und Westeuropa beispielsweise viel zu unterschiedlich. Petra Ernstberger hat in ihrer Einleitung ja nochmal gesagt, dass die Situation für Frauen in Osteuropa bezogen auf Arbeit eine völlig andere war wie in Westeuropa in dieser Zeit. In Osteuropa hatte aber der Sozialismus, muss man auch sagen, einen sehr zweckmäßigen Typ Frau in den Fokus gestellt. Die Frau durfte arbeiten, musste arbeiten, die Frau als Kämpferin, die Frau als Mutter, die Frau auch ein Stück weit als Lastesel. Im Zwiespalt von deklarierter Gleichheit und einem kräftezehrenden Alltag, der ihr kaum Gelegenheit gab, über ihre Lage zu sprechen, musste sie auch irgendwie überleben. Zwar bekleideten Frauen im Sozialismus tatsächlich Leitungsposten oder verrichteten traditionelle männliche körperlich schwere Arbeiten, aber gleichzeitig waren sie für die Familie verantwortlich, mussten die gesamte Hausarbeit erledigen. Eine gerechte Teilung der Sorgearbeit in diesem Sinne gab es ja nicht und sich um die Kinder kümmern. In den wirtschaftlich schwierigen Zeiten der ausgehenden 80er, beginnenden 90er Jahre übernahmen sie zudem oftmals auch die Rolle der Ernährerin, indem sie im Handel fehlende Waren und Lebensmittel beschafften.
Doch das Unrechtsbewusstsein beispielsweise für Gewalt gegen Frauen war auch hinter dem eisernen Vorhang niedrig. Und noch heute verharren die Übergriffe an Frauen in Westeuropa und in Osteuropa weiter auf einem erschreckend hohen Niveau. Aber dazu komme ich später nochmal. Zunächst nochmal zur dritten Welle der Frauenrechtsbewegung. In den 1990er Jahren zeichnete sich vor allem in den USA eine dritte Welle, der sogenannte Third Wave Feminism, der Frauenbewegung ab, die die Ideen der zweiten Welle in modifizierter Form umsetzten oder fortsetzten. Die jungen Feministinnen der dritten Welle arbeiteten vor allem dann auch mit dem Internet und sehr zielorientiert in Projekten und Netzwerken mit feministischer Ausrichtung und globaler Sichtweise. In diese Zeit fiel auch die Entwicklung des Gender Mainstreaming. Unter dem Begriff des Gender Mainstreaming verabredeten 1995 auf der vierten UN-Weltfrauenkonferenz die dort versammelten Regierungen inklusive des Vatikans den kleinsten Reformkompromiss, auf den sie sich einigen konnten, als eine Top-Down-Strategie, die zivilgesellschaftliche Frauenbewegungen unterstützen soll und die Rechte von Frauen weltweit in den Blick nehmen sollen. In der Pekinger Aktionsplattform, die zum Abschluss der vierten Weltfrauenkonferenz verabschiedet wurde, sind strategische Ziele definiert und Maßnahmen aufgelistet, die zur Realisierung der Rechte von Frauen und zur Gleichstellung der Geschlechter führen sollen. Benannt wurden dafür 12 Problemfelder, in denen weltweit spezifische Maßnahmen erforderlich sind, um Frauen zu unterstützen. Erstens das Thema Armut. Zweitens das Thema Bildung. Drittens Gesundheit von Frauen. Viertens Gewalt gegen Frauen. Fünftens Krieg und bewaffnete Konflikte. Sechstens Frauen in der Wirtschaft. Siebtens Frauen in Entscheidungspositionen. Achtens institutionelle Mechanismen zur Förderung der Frau. Neuntens Menschenrechte und Frauenrechte als Menschenrechte. Zehntens Frauen und Medien. Elftens Frauen und Umwelt. Und zwölftens die Mädchenarbeit. Wirft man jetzt den Blick 250 Jahre und nun fast eine halbe Stunde in diesem Vortrag zurück, wird man sehen, manches bleibt bis heute. Denn die Themen Armut von Frauen, Bildung von Frauen, Menschenrechte, Frauengesundheit, Gewalt gegen Frauen. All das war schon damals, hat das eine große Rolle gespielt vor 250 Jahren und ist leider Gottes noch heute auch Thema. Denn die Bilanz der Umsetzung, die nach 20 Jahren im März 2015 von der Frauenrechtskommission in New York gezogen wurde, ist äußerst dürftig. Weltweit sind Menschenrechtsverletzungen an Frauen noch immer an der Tagesordnung. Und so komme ich jetzt zu meinem letzten Punkt, um nochmal auf die aktuellen frauenpolitischen Debatten nun in der Europäischen Union den Blick zu werfen. Allein in der Europäischen Union haben ein Viertel aller Frauen schon mindestens einmal in ihrem Leben physische Gewalt erlebt. Darunter mehr als ein Zehntel aller Frauen auch sexualisierte Übergriffe. Der Europarat hat deshalb 2011 die Konvention zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt als völkerrechtlichen Vertrag ausgefertigt, der 2014 in Kraft trat. Der Grundsatz der Konvention in Artikel 1 lautet: Zweck dieses Übereinkommens ist es, Frauen vor allen Formen von Gewalt zu schützen und Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt zu verhüten, zu verfolgen und zu beseitigen. Bis heute haben 46 Mitgliedstaaten des Europarats die Konvention in Istanbul und deshalb der umgangssprachliche Name Istanbul-Konvention unterzeichnet. 34 haben sie inzwischen auch schon ratifiziert. Deutschland hat die Istanbul-Konvention
im Jahr 2019 ratifiziert. Allerdings mit einem Vorbehalt für geflüchtete Frauen, was insbesondere von katholischen Sozial- und Frauenverbänden kritisiert wurde und weiterhin kritisiert wird, weil gerade geflüchtete Frauen zu einer der vulnerabelsten Gruppen von Frauen in Deutschland und Europa zählen und besonders häufig Gewalt ausgesetzt sind. Tschechien hat die für den Sommer 2020 geplante Ratifizierung zunächst verschoben. Die Istanbul-Konvention verpflichtet die Mitgliedstaaten, gegen alle Formen von geschlechtsspezifischer Gewalt vorzugehen, also sexuelle Belästigung, Vergewaltigung, Verstümmelung der weiblichen Genitalien, erzwungene Abtreibung, Sterilisation und Zwangsehen sowie psychische Gewalt. Die Unterzeichnerstaaten verpflichten sich, offensiv gegen all diese Formen von Gewalt vorzugehen und eine ganzheitliche Gewaltschutzstrategie in den Blick zu nehmen. Dass dies notwendig ist und bleibt, zeigen die traurigen Zahlen. Jede dritte Frau in Europa ist Opfer von körperlicher und/oder sexueller Gewalt. 80% der Opfer von Menschenhandel in der EU sind weiblich. Sie haben anfangs Renovabis erwähnt, die als kirchliche Organisation sich ja auch gerade damit sehr verdient gemacht haben, darauf hinzuweisen und dazu auch viele Veranstaltungen machen. Im Jahr 2015 wurden in der Europäischen Union etwa 215.000 gewalttätige Sexualverbrechen von der Polizei registriert. Ein Drittel davon, fast 80.000, waren Vergewaltigungen. Gewalt gegen Frauen und Mädchen zählt immer nur zu den meistverbreiteten und verheerendsten Menschenrechtsverstößen weltweit. Und dieses Elend behindert die Gleichstellung und die Stärkung der Rechte von Frauen und Mädchen in Europa und weltweit. Doch auch an anderen Stellen gibt es bezüglich der Gleichstellung noch zahlreiche Herausforderungen. 1999 erfolgte die Aufnahme des Grundsatzes, die gesamte politische Tätigkeit der Europäischen Union im Hinblick auf die Beseitigung von Ungleichheiten und die Förderung der Gleichstellung von Männern und Frauen zu überprüfen, in die europäischen Verträge durch den Vertrag von Amsterdam. Damit hat die EU eine Vorreiterrolle bei der Umsetzung des Konzepts des Gender Mainstreaming eingenommen. Laut der Europäischen Kommission bedeutet Gender Mainstreaming, dass in allen Phasen des politischen Prozesses, also in der Planung von Gesetzesvorhaben, in der Durchführung, im Monitoring und in der Evaluation, der Geschlechterperspektive Rechnung getragen wird. Ziel ist es, die Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern. Nach dem Gender Mainstreaming-Konzept sind politische Maßnahmen also immer darauf zu überprüfen, dass sie die Lebenssituation von, wie sie sich auf die Lebenssituation von Frauen und Männern auswirken und gegebenenfalls dann neu zu überdenken, damit Geschlechtergleichstellung zu einer Realität im Leben von Frauen und Männern, in den Leben von Frauen und Männern wird. Ein gutes Ziel ist es. Doch wenn wir auf die aktuellen Zahlen blicken, dann gibt es mit Blick auf die Förderung der Gleichstellung von Männern und Frauen europaweit noch viel zu tun. EU-weit beträgt der Anteil von Frauen in gewählten politischen Mandaten bei der letzten Vollerhebung 30%. Frauen sind viel öfter in prekären Beschäftigungsverhältnissen angestellt und sind auch in der aktuellen Corona-Krise deshalb viel früher diejenigen, die gehen müssen, weil sie beispielsweise meist nur befristete Verträge haben oder entsprechend eben auch schlechtere Jobs. Noch immer übernehmen Frauen über 2/3 der Sorgearbeit europaweit. Und in vielen Ländern der EU ist der Lohnunterschied zwischen Männern und Frauen deutlich. In Österreich beträgt er sogar 23%, während in Polen beispielsweise Frauen nur 7,7% weniger verdienen als Männer. Aber in keinem Land der EU verdienen Frauen bei vergleichbarer Beschäftigung mehr als Männer. Und so könnte man die Liste noch unendlich weiterführen, um aufzuzeigen, dass es zur echten Gleichstellung und Gleichberechtigung noch ein steiniger Weg ist, der vor der europäischen Frauenbewegung liegt. Vera Jourová, in der letzten Legislaturperiode die tschechische EU-Kommissarin für Justiz, Verbraucherschutz und Gleichstellung, erklärte, Geschlechterungleichheit hindert Europa an der Entfaltung seines vollen Potenzials. Ich bin stolz auf das, was wir erreicht haben. Allerdings müssen unsere Maßnahmen jetzt etwas an der Basis bewegen.
Und hier macht es uns Corona nicht gerade leichter, sondern sehr viel schwerer. Aber das heißt, glaube ich, dass auch insbesondere die Europäische Union in den kommenden Jahren gefordert sein wird, auch an dieser Stelle sich nochmal über ihre Instrumente und Verfahren gut nochmal nachzudenken. Ich komme nun nochmal auf meinen Ausgangspunkt zurück. Die Frauenbewegung in den europäischen Ländern, aber auch weltweit, war immer dann erfolgreich, wenn sie es geschafft hat, sich über Parteigrenzen und über gesellschaftliche Strömungen hinweg zu verbünden, um auf bestehende Ungerechtigkeiten hinzuweisen. Und so möchte ich mit einem Briefwechsel der Frauen schließen, die in Deutschland als Mütter des Grundgesetzes gelten, weil sie den Satz »Männer und Frauen sind gleichberechtigt« in die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland hineinverhandelt haben. Marie Elisabeth Lüders von der Liberalen Partei Deutschlands, der FDP, schrieb an Helene Weber von der Christdemokratischen Partei, der CDU, und damals erste Vorsitzende des Katholischen Deutschen Frauenbundes, zum 80. Geburtstag 1961. Meine liebe Helene Weber, Mitstreiterin und Siegerin, Sie wissen so gut wie ich, was wir zusammen mit Luise Schröder, kurze Information, das war eine Abgeordnete der Sozialdemokratischen Partei, und manch anderer erreicht haben, weil wir trotz aller Verschiedenheit in unseren Auffassungen im Ziel zusammengehalten und dieses dann erreicht haben. In herzlichem Gedenken bin ich Ihre Kollegin. Und ich bedanke mich an dieser Stelle ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. An dieser Stelle, wenn wir jetzt alle hier im Saal versammelt werden, wird der Applaus kommen als Dankeschön an unsere Referentin für die vorgestellten Themen, für die Analyse der kulturell-historischen Sicht auf die Frage der Emanzipation der Frau in Europa. Frau Meyer, jetzt können Sie leider keinen Applaus hören. Aber ich möchte mich zumindest auf diese Art bei Ihnen bedanken für den tollen Beitrag, dafür, welchen Einblick Sie uns ermöglicht haben. Bitte bleiben Sie noch in Verbindung mit uns. Ich gehe davon aus, dass es viele Fragen zu Ihrem Beitrag geben wird, viele Wortmeldungen, Kommentare, die wir gerne mit Ihnen teilen und diskutieren möchten. An dieser Stelle bedanke ich mich also herzlich für Ihren Beitrag. Und nun möchte ich die Aufmerksamkeit der zweiten Referentin des heutigen Abends wenden. Nach dieser kulturhistorischen Sicht sind wir zu der Überzeugung gekommen, dass wir als christlicher Verein auch die Frage der Stellung der Frau in der katholischen Kirche beleuchten sollten. Und so freue ich mich sehr, dass ich jetzt unter uns als Referentin Frau Dr. Ingenieur Marie Kolaschowa begrüßen kann. Guten Abend und herzlich willkommen. Sie ist in Prag zu Hause. Sie ist Absolventin der Wirtschaftsuniversität in Prag, der Juristischen Fakultät der Karls-Universität und auch der Katholischen Theologischen Fakultät der Karls-Universität. Sie spezialisiert sich auf das Gebiet der Philosophie, des Rechts und der Theologie, und sie hat eine etwas unübliche Funktion. Sie ist nämlich Kanzlerin des Erzbistums Prag und gleichzeitig Rechtsanwältin am Metropolitankirchengericht der Prager Erzdiözese. Noch vor ein paar Jahren wäre es unvorstellbar gewesen, dass die Rolle der
Kanzlerin des Erzbistums eine Frau ausüben würde. Aber heute ist es der Fall. Frau Dr. Kolářová dient schon seit Jahren und übt diese Funktion aus. Frau Dr. Kolářová ist aber gleichzeitig auch die Mutter von zwei Kindern. Frau Dr. Kolářová ist in tschechischen Medien aktiv tätig. Wenn Sie die tschechischen Medien verfolgen, dann wissen Sie, dass sie ihren eigenen Blog auf aktualne.cz hat. Und wenn Sie Christnet verfolgen, dann wissen Sie, dass sie auch dort regelmäßig ihre Beiträge veröffentlicht. Und diejenigen, die das Radio Proklas gern hören, kennen sicher ihre regelmäßigen Kommentare im Rundfunk. Frau Dr. Kolářová, wir freuen uns sehr und wir fühlen uns geehrt, dass Sie unsere Einladung angenommen haben. Und wir freuen uns auf Ihren Beitrag, in dem es um die Entwicklung der Stellung der Frau in der katholischen Kirche im 20. Jahrhundert geht. Vielen Dank. Ich bedanke mich für die Einladung. Sehr geehrte Damen und Herren, alle Zuhörer und Zuschauer dieser Konferenz. Ich bin sehr froh, dass die Organisatoren auch an mich gedacht haben und dass ich eingeladen wurde, um die Entwicklung der Stellung der Frau in der Kirche vorstellen zu können. Ich muss sagen, es ist eher ein juristischer Vortrag. Um es zu illustrieren, muss ich sagen, habe ich keine soziologische Umfrage veranstaltet. Ich habe die Realität nicht analysiert. Das wäre viel komplizierter gewesen. Aber ich bin den Weg gegangen, wo ich den Kodex aus dem Jahr 1917 und den Kodex aus dem Jahr 1983 vergleiche. Und an diesen Rechtsvorschriften zeige ich, wie sich die Stellung der Frau verändert hat, was die formellen Möglichkeiten betrifft und die Verankerung in den Rechtsnormen. Die Praxis ist natürlich eine andere Frage und kann sich von Land zu Land unterscheiden. Aber das ist der rechtliche Rahmen, auf dem die Stellung der Frau baut. Die Entwicklung der juristischen Stellung der Frau in der Kirche hängt gewissermaßen mit der Gesamtauffassung der Beziehung zwischen den Laien und Geistlichen zusammen. Der neue Kodex ist aus dem Jahr 83, das heißt, die rechtliche Regelung reflektiert auch die Entwicklung der Stellung der Frau mit einer gewissen Verzögerung. Das heißt, dass die Frauen die Funktionen schon nach Bedarf ausgeübt hatten, aber die juristische Verankerung, die rechtliche Regelung der Gleichberechtigung der Frau findet erst im Kodex aus dem Jahr 83 statt. Formell galt bis 1983, dass die Laien ein Objekt der Seelsorge waren. Sie hatten keine Rechte im Kodex verankert. Das einzige Recht war das Recht auf die Seelsorge. Das Zweite Vatikanische Konzil brachte eine grundlegende Wende bezüglich der Frage, wie die Christen angesehen wurden. Es wurde die Kirche als Gottes Volk und die einzelnen Dienste in der Kirche betont. Es war nicht mehr die Auffassung, dass es auf der einen Seite die Geistlichen gibt und auf der anderen Seite die Laien. Es war eher der Kontext von Gottes Volk, wo sich die Dienste gegenseitig ergänzen. Das war auch die grafische Darstellung. Es wird oft daran erinnert im Zusammenhang mit den Worten des heiligen Paulus. Es gibt nicht mehr Juden und Griechen, nicht Sklaven und Freie, nicht Mann und Frau, denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Und gerade das Christentum hat die Befreiung der Frau also gebracht, weil schon der heilige Paulus sagt, es gäbe keine Unterschiede zwischen Mann und Frau. Und diese Stellungnahme können wir auch im Laufe der Kirchengeschichte sehen, aber nicht in den juristischen Normen. Dort kommt es erst mit einer großen Verzögerung an, in der offiziellen Version. In meinem Vortrag möchte ich mit dem alten Kodex beginnen. Da möchte ich einige Bestimmungen erwähnen, die klar zeigen, dass die Frau eine niedrigere Stellung im Vergleich zum Mann hatte. Und die Gleichheit der Christen war in diesem Kodex noch bei weitem nicht verankert, so wie wir es beim heiligen Paulus schon sehen. Gerade die
vollständige Rückkehr zu seiner Lehre gibt es dann beim Zweiten Vatikanischen Konzil. Vieles finden wir heute ganz natürlich, aber schriftlich wurden die Regeln ganz anders verfasst. In dem Kodex aus dem Jahr 1917 können wir einige Schwierigkeiten und Vorurteile identifizieren, die es gegenüber den Frauen gab. Ich möchte einige Bestimmungen nennen, die uns zeigen, wie die Stellung der Frau angesehen wurde und wie die Frau wahrgenommen wurde. Die Frau galt als mögliche Verführerin. Das heißt, es gab Bestimmungen, die Frauen von den Männern getrennt haben. Dann gibt es auch die Annahme, dass die Frauen ihre Vernunft unzureichend nutzen. Das heißt, dass die Frauen nicht dort eingesetzt wurden, wo intellektuelles Potenzial gefragt war. Und es wird auch gesagt, dass die Stellung der Frau zweitrangig nach dem Mann ist. Dies betrifft auch zum Beispiel die Reihenfolge bei einer Taufe. Das heißt, um diese Thesen zu illustrieren, zum Beispiel Kanon 133, finden wir die Bestimmung, dass ein Geistlicher nicht bei einer Frau wohnen darf, mit gewissen Ausnahmen nur. Entweder handelt es sich um verwandte Frauen oder um Frauen im fortgeschrittenen Alter. Und der Ordinarius soll bestimmen, unter welchen Bedingungen ein Geistlicher Frauen besuchen darf. Dann gibt es im Kanon 909 die Regelung, wo es den Beichtstuhl für Frauen geben soll. Der soll an einem frei zugänglichen und sichtbaren Ort in der Kirche aufgestellt sein. Und außerhalb des Beichtstuhls dürfen Frauen nur ausnahmsweise beichten. Und die Stellung der Frau war eigentlich ähnlich wie die Stellung eines Unmündigen oder Minderjährigen. Die Frauen mussten den gleichen Wohnsitz mit ihren Männern teilen. Das hat sich im neuen Kodex dann geändert. Der gemeinsame Wohnsitz ist zwar üblich, aber jetzt gibt es auch die Möglichkeit, aus einem rechtmäßigen Grund einen eigenen Wohnsitz zu haben. Die Frauen durften keine vollständigen Mitglieder einer Bruderschaft sein. Sie konnten keine vollständigen Mitglieder werden. Bei der Taufe, wenn es eine Taufe in Todesgefahr gab, wurde die genaue Reihenfolge definiert. Das heißt, der Priester, der Diakon, der Geistliche vor dem Laien und Mann vor der Frau. Es sei denn, dass es aus irgendeinem Grund notwendig wäre, dass die Frau die Taufe spendet. Wenn zum Beispiel die Frau besser mit der Form der Taufe, also wenn die Frau gebildeter in dieser Hinsicht wäre als der Mann, dann dürfte sie vor dem Mann taufen. Für die Ordensschwestern galt, wenn sie Genehmigung zum Singen hatten, dann mussten sie in der Kirche von einer Stelle singen, wo sie nicht gesehen werden konnten. Kanon 2004 betrifft die Seligsprechung. Der Antragsteller konnte der Mann sein. Eine Frau müsste vertreten werden. Und jetzt komme ich zu der neueren Entwicklung, die der heutigen Regelung entspricht. Ich werde dann die wichtigsten Dokumente vorstellen, die die Veränderung der Stellung der Frau illustrieren. Das erste Dokument, das über die Gleichstellung von Frau und Mann spricht, ist die Enzyklika des Papstes Johann des 23. Pacem Interis. Die Menschen haben das unantastbare Recht, jenen Lebensstand zu wählen, den sie für gut halten, entweder eine Familie gründen, wobei in dieser Gründung Mann und Frau gleiche Rechte haben, oder das Priestertum oder den Ordensstand zu ergreifen. Zum ersten Mal steht hier ausdrücklich, dass die Stellung der Frau in der damaligen Gesellschaft irgendwie wahrgenommen wird. Und es werden auch die Arbeitsbedingungen für Frauen erwähnt. Weitere wichtige Dokumente sind Lumen Gentium und Gaudium et Spes. Hier befinden sich Artikel, die die Probleme der menschlichen Gesellschaft allgemein betreffen. Es gibt einen Artikel über die allgemeinen Sehnsüchte der Menschheit. Und da werden die einzelnen Gruppen genannt, die eine Unterstützung benötigen. Und es wird auf die Diskriminierung von Frauen in der heutigen Welt hingewiesen. Vor allem, was die
Unmöglichkeit betrifft, den Lebensstand und den Ehemann frei zu wählen. Es wird auch ein eingeschränkter Zugang zu Bildung und zu Kultur erwähnt. Das heißt, hier wird schon die Ungleichheit der Frau wahrgenommen und es wird auch das Bedürfnis wahrgenommen, die Frauen zu unterstützen. Die Diskriminierung wird hier bereits festgehalten. Und dazu gibt es auch eine Formulierung in der abschließenden Botschaft des Zweiten Vatikanischen Konzils. Hier heißt es, es ist die Stunde gekommen, wo sich die Berufung der Frau vollständig entwickelt. Die Frau hat die Möglichkeit in der Gesellschaft, einen Einfluss in der Gesellschaft, der bis jetzt ungesehen war. Und daher können die Frauen, die vom Geist des Evangeliums erleuchtet sind, der Menschheit vor einem Verfall helfen. Ein weiteres Dokument ist das apostolische Schreiben von Johann Paul II. Familiaris Consortio. Hier heißt es, es gibt keine Zweifel über die Gleichstellung der Frau. Frauen haben Zugang zu öffentlichen Aufgaben. Und gleichzeitig wurde auch erwähnt, Frauen dürfen ihre familiären Aufgaben nicht vergessen. Aber es ist auch die Rede von der Ausübung öffentlicher Ämter. Die Gleichheit von Frau und Mann wird auch im Schreiben Mulieris Dignitatem aus dem Jahr 1988 thematisiert. Hier wird die Gleichheit von Mann und Frau bei der Schöpfung erwähnt. Das heißt, beide sind Gott ähnlich und beide besitzen einen freien Willen. Und dieses Schreiben appelliert auch an eine solche Arbeitsorganisation und arbeitsrechtliche Regelungen, die die Vereinbarkeit des Berufs und der Familie ermöglichen. Das heißt, hier wird nochmal betont, dass es notwendig ist, Frauen bei den Arbeitsbedingungen entgegenzukommen. Das heißt, es betrifft nicht nur die kirchliche Welt an sich, sondern die allgemeine Stellung und die allgemeinen Probleme der Frau in der Gesellschaft. Auch Benedikt XVI. Hat festgestellt, dass es Orte in der Welt gibt, wo die Frau diskriminiert wird. Und Frauen nehmen an allen Bereichen des öffentlichen Lebens teil. Und es ist notwendig, dieses Recht der Frau auch mit rechtlichen Mitteln zu verteidigen und zu bestätigen. Das heißt, er fordert die Gesellschaft auf, die Stellung der Frau auch gesetzlich zu verankern. Das ist ein Appell an die Gesellschaft vom Papst. Das heißt, es betrifft die bürgerlichen Gesetze. Eine große Unterstützung erhalten die Frauen von Papst Franziskus. Er betont die Rolle der Frau nach der Auferstehung, die Rolle von Maria Magdalena, die erste war, die dem auferstandenen Jesus begegnet ist, und sie wird auch als Apostelin der Apostel bezeichnet. Dass auch Symbole oder Gesten sind wichtig. Und Papst Franziskus wollte zeigen, dass er es ernst meint. Und so hat er auch die Feier von Maria Magdalena hergestellt. Jetzt ist es ein Feiertag. Früher handelte es sich um einen Gedenktag. Und damit hat Papst Franziskus ihre Bedeutung hervorgehoben. Ein interessantes Dokument ist Amoris Laetitia. Papst Franziskus sieht, dass noch bei weitem nicht alles für die Stellung der Frau getan wurde, was die Beteiligung im öffentlichen Bereich betrifft. In einigen Ländern ist noch vieles voranzubringen. Die Ausrottung unannehmbarer Bräuche ist noch nicht geschafft. Ich hebe die beschämende Gewalt hervor, die manchmal gegen Frauen verübt wird, die Misshandlung in der Familie und verschiedene Formen der Sklaverei, die nicht etwa ein Beweis der männlichen Kraft sind, sondern ein feiger Verlust an Würde, die verbale, physische und sexuelle Gewalt, die in einigen Ehen gegen die Frauen verübt wird, widerspricht der Natur der ehelichen Vereinigung selbst. Ich denke an die schlimme Genitalverstümmelung der Frau in manchen Kulturen, aber auch an die Ungleichheit im Zugang zu würdigen Arbeitsplätzen und zu Entscheidungspositionen. Die Geschichte trägt die Spuren der Ausschreitungen der patriarchalen Kulturen, in denen die Frau als zweitrangig betrachtet wurde. Das korrespondiert auch damit, was wir in der Istanbul-Konvention lesen können. Papst
Franziskus bemerkt in diesem Dokument auch, dass die Gewalt an Frauen immer noch nicht beseitigt wurde, dass es ein gegenwärtiges Problem ist. Im Anschluss an diese Dokumente, also das war ein historischer Überblick, was die Konzildokumente betrifft, wurde klar, dass ein neuer Kodex des kanonischen Rechts notwendig ist. Und es war notwendig, die gleiche Stellung von Frau und Mann dort zu verankern. Und dies geschah auch im neuen Kodex, ist die gleiche Stellung verankert und die Trennlinie zwischen den Rechten und bei den Rechten und Pflichten führt zwischen den Geistlichen und Laien. Das heißt, die Bestimmungen zu den Laien betreffen immer gleichzeitig Mann und Frau. Und bis vor kurzem, bis 10. Februar, Januar 2021, ist es, also seit diesem Datum ist es so, da wurde die letzte Ausnahme aufgehoben, wo es noch einen Unterschied zwischen Männern und Frauen gab. Es gab eine einzige Ungleichheit und die wurde vor einem Monat beseitigt. Und zwar ist es die Beauftragung mit den Diensten des Lektors und Akolyten. Es ist, das Dokument ist Motu Proprio Spiritus Domini. Das heißt, die Frauen dürfen jetzt auch mit dem Amt des Lektors und Akolyten beauftragt werden, mit der Liturgie. Das war vor kurzem noch nicht möglich. Was die Wirkung in der Kirche betrifft, was die Lehre betrifft, so dürfen Frauen an allen Schularten unterrichten, von den Universitäten bis hin zu den Schulen für die Jüngsten, natürlich mit einer Beauftragung vom kirchlichen Vorgesetzten. Natürlich sind die Ausgangsbedingungen unterschiedlich. Katechitinnen sind ganz geläufig und werden auch akzeptiert. Es wird auch nicht vergütet oder nur geringfügig vergütet. Bei den Universitäten ist die Situation schon etwas anders. Theologinnen an den Hochschulen, das war schon immer etwas strittig mit weniger Unterstützung. Und wenn die Frauen in der Leitung einer katholischen theologischen Fakultät vertreten waren, dann war es schon mit einer großen Bewunderung oder Verwunderung verbunden. Oder die erste Frau an der päpstlichen Universität in Vatikan, das war auch ein großes Ereignis. Von uns kennen wir Dominikanin Vlkova, die in der Leitung der katholischen theologischen Fakultät in Olomouc vertreten war. Wie ich schon erwähnt habe, das Lektorat und Akolyt. Die Frauen durften lesen in der Kirche bei den Gottesdiensten, aber sie durften nicht dauerhaft beauftragt werden mit der Liturgie. Das heißt, sie durften nur kurzfristig beauftragt werden. Sie haben zwar das Gleiche getan wie die Männer, aber die Bedingungen waren trotzdem anders für sie. Und der Grund war, ursprünglich in den früheren Zeiten war das eine niedrigere Weihe und diese Berechtigungen beruhten auf der niederen Weihe. Und nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil wurde es geändert. Es sind Dienste, die von Laien ausgeübt werden, aber es blieb noch die Befürchtung, dass die Frauen, wenn sie jetzt einen liturgischen Dienst erhalten, dass sie dann vielleicht auch weitere Weihen verlangen könnten. Das könnte so ein erster Schritt sein und es könnte zu einer Verunsicherung führen. Das heißt, auch im Ausland habe ich es bemerkt. Ja, also mit der Befürchtung, die Frauen könnten nachher noch mehr verlangen, wurden sie aus der Liturgie ausgeschlossen. Frauen dürfen eigentlich alles ausüben wie die Männer, sie dürfen Dienst am Wort führen, sie dürfen die Heilige Kommunion austeilen, sie dürfen die Kommunion an Kranke heranbringen, sie dürfen bei der Eheschließung assistieren, die Taufe spenden, sie dürfen eine kirchliche Beerdigung führen, wenn sie also beauftragt sind. Also nach dem neuen Kodex dürfen Frauen diese Tätigkeiten ausüben.
was jetzt das Ministrieren bei dem Gottesdienst angeht. Also das Ministrieren mit dem Akkulitat wurde mehrmals ausgetauscht. Das haben Sie sicherlich auch in Medien schon gelesen. Nein, aber bei dem Ministrieren war es schon ein bisschen anders. Akkulitat ist auch ein Dienst. Also visuell ist es sehr ähnlich, weil der Akkulite ein Teil des Dienstes ausübt, aber der Dienst, der wirklich klarer definiert wird, auch als Eucharistie und alles, es wird ganz klarer definiert und ist anders. Also das existierte schon in dem ursprünglichen Kodex, aber es gab unterschiedliche Restriktionen, weil wenn es keinen Mann gab, also wenn kein Mann zur Verfügung stand, konnte auch die Frau ministrieren. Aber sie durfte wirklich nur aus der Ferne antworten und sie konnte auf keinen Fall sich dem Altar annähern. Dann ein sehr interessantes Jahr ist auch das Jahr 1973, als noch der Kodex aus dem Jahre 1917 gültig war und wurde von der Kongregation für Gottesdienst und Sakramentsordnung die Anweisung erlassen. Also das, es hat sich wirklich ganz, ganz viel geändert. Also erstens konnte die Frau das machen, dann konnte sie nicht und dann... Hier haben wir noch Kanon 230 Absatz 2 und hier spricht man über die Eigenschaft einer Erlaubnis und nicht eines Rechtes, die von den Laien in Anspruch genommen werden könnte und es hängt von dem klugen Urteil Bischofs ab. Also man spricht über, sagen wir mal, über die kluge oder weise Gewohnheit, sich dem Muster der Akuliten anzunähern. Also man konnte das ganz klar sehen, wie das alles wirklich von der Kultur abhängig war. Irgendwo war es wirklich halb-halb, aber zum Beispiel die slowakische Bischofskonferenz hat sozusagen veröffentlicht, dass die Slowakei wirklich kein Land ist, wo die Frauen ministrieren könnten. Und jetzt müssen sie sich natürlich der neuen Situation anpassen und sie sollten sich darüber Gedanken machen, wie sie das tun. Dann, wie ist es mit der Zusammenarbeit beim Gerichtsverfahren? Also Sie können bei den Kirchgericht tätig sein. Sie können unterschiedliche Funktionen ausüben bei dem Gerichtsverfahren. Sie können Behüter der Gerechtigkeit und Verteidiger der Ehe, Verteidiger, Rechtsanwälte und Notare sein. Hier ist es natürlich wieder sehr interessant. Also es geht wieder um Kultur. Ich war bei einem Gericht, also bei einem Kirchenberufungsgericht und da war eine italienische Richterin. Man hatte auch polnische Richter dabei gehabt und sie haben sie als ein Yeti angesehen. Natürlich sind die italienischen Frauen sehr temperamentvoll und setzen sich sehr gut durch und sie haben auch erzählt, dass es in Italien wirklich so ist. Also sie haben natürlich gesagt, dass der Vorsitzende des Gerichtes ein Priester sein muss, aber dass es ganz normal ist, dass Frauen wirklich beim Gerichtsverfahren tätig sind. Aber für die Polen war es wirklich irgendetwas Unvorstellbares. Sie können also natürlich auch Teil des Pastoralrats sein. Also der Pastoralrat sollte die Frauen aufnehmen. Auf dem Niveau der Kurie, da können Frauen ganz normal angestellt werden. Das hat auch Herr Krzyzek gesagt. Also bis 83 konnte die Kanzlerin nur wirklich, konnte dem das Amt des Kanzlers nur ein Priester ausüben. Also es hat sich natürlich dann geändert, auch im Kodex und nur als Illustration, als ich Kanzlerin wurde im Jahre 2004, war ich wirklich die erste
in der Tschechischen Republik. Also es hatte Laien vorher bei dem Amt gegeben, aber der Herr Kardinal Vlk, der gerade das alles verfolgte, er hat auch eine Analyse gemacht, also eine globale Analyse, und hat festgestellt, dass es wirklich sehr, sehr wenige Kanzlerinnen damals gab, wirklich ganz wenige. Ich glaube, in der Schweiz, in den Vereinigten Staaten. Jetzt haben wir auch in der Pilsner-Diözese eine Kanzlerin. Sie kam ein bisschen später nach dem Bischof Holub. Was jetzt noch weiter die Tätigkeiten angeht, die die Frauen ausüben können, sie können Notar werden. Natürlich, wenn es um Priesterangelegenheiten angeht, ist es ein bisschen anders. Aber wie gesagt, die Regelung hat sich schon geändert. Was jetzt die Vermögensverwaltung angeht, hier haben wir unterschiedliche Vermögensverwaltungsräte und ökonomische Räte, in denen Frauen tätig sein können. Was jetzt die unterschiedlichen Bestimmungen des Kodexes angeht, hier haben unterschiedliche Autoren unterschiedliche Bestimmungen hervorgehoben, die sie für diskriminierend hielten. Also es hängt dann wirklich dann von den unterschiedlichen Perspektiven ab. Also es gibt wirklich unterschiedliche Bestimmungen, zum Beispiel auch Kanon 1083, der lautet, der Mann kann vor Vollendung des 16., die Frau vor Vollendung des 14. Lebensjahres keine gültige Ehe schließen. Ja, für jemanden kann es diskriminierend sein, für irgendjemanden nicht. Dann gibt es noch die Klausel über die Entführung. Es bleibt der Bischofskonferenz übernommen zu erlauben, Eheschließung ein höheres Alter festzulegen. Und dann mit der Entführung, da das hängt auch sehr eng mit den unterschiedlichen Kulturen zusammen. Also in manchen Kulturen gibt es diese Barriere immer noch nach Kanon 1089, in manchen nicht mehr. Also die Stellung jetzt aus der formellen und institutionellen Sicht. Hier kann man wirklich über einen Fortschritt sprechen. Man kann wirklich über die gleichberechtigte Stellung von Frau und Mann sprechen. Also jetzt spreche ich nicht über Weihsakrament. Hier spreche ich jetzt über die Laien. Also wirklich die Laien haben die gleiche Stellung. Natürlich in der Praxis sieht es natürlich ein bisschen anders aus. Also die Frau kann wirklich unterschiedliche in unterschiedlichen Ämtern vertreten sein, unterschiedliche Ämter besitzen, aber in der Praxis, ja, also in der Praxis gibt es immer noch diese Sorge seitens der Männer, ob sie das wirklich zulassen können, dass eine Frau diese Tätigkeit ausübt oder nicht. Und es hängt natürlich sehr, sehr von der Kultur ab. Also in den Ländern, wo es ganz, ganz viele Priester gibt, da werden auch unterschiedliche ökonomische Tätigkeiten von Priestern ausgeübt. In anderen Ländern, wo es kaum Priester gibt, da können solche Tätigkeiten auch Frauen ausüben, auch wenn sie wirklich sehr, sehr fähig sind. Also sehr, sehr oft wird sich die Frau mit der Frage auseinandersetzen müssen, dass sie gefragt wird, ob sie wirklich als Frau ernst genommen wird oder nicht. Natürlich sind diese Fragen jetzt nicht böse gemeint, ja, aber es ist einfach nur ein klarer Beweis, dass es einfach nicht üblich ist. Weil wenn es üblich wäre, wenn es überhaupt kein Problem gewesen wäre, dann würde keiner auch solche Frage stellen. Aber das ist jetzt nicht ein Problem nur für die Kirche in diesem Sinne. Wir sehen, dass wir die gleichen Probleme auch im Bereich der Politik sehen und auch, dass die, also einfach nur die Tatsache, dass die Frauen ständig mit diesem Verdacht angesehen wird. Ne? Also wenn sie wirklich selbstbewusst ist, dann ist es sofort verdächtig und es wird sofort negativ wahrgenommen. Also wie gesagt, kulturbedingt ist es und wir haben noch viel zu ändern. Also der Weg zu der faktischen Gleichberechtigung von Mann und Frau, also dafür müssen wir wirklich Allmögliches machen, dafür, dass
die Hochämter von Frauen besetzt werden. Also es muss, wir müssen uns in einer Situation befinden, in der es einfach üblich und normal sein wird, dass man eine Frau in so einem hohen Amt sieht. Es gibt sehr viele künstliche Konstruktionen, durch die die Männer von Frauen getrennt werden. Noch eine Sache wollte ich hier erwähnen, also eine persönliche Erfahrung. Als Benedikt der 16. Nach Tschechien zu Besuch kam, habe ich mich mit ihm in unserem Palast persönlich getroffen. Herr Kardinal Wilke hat mich vorgestellt, er hat gesagt, das ist unsere Frau Kanzlerin. Und ich sah sofort, dass er hatte sich wirklich sehr, sehr, sehr gefreut, dass er eine Frau als Kanzlerin sah. Und in diesem Stil macht auch der Papst Franziskus weiter. Also er ist sich dessen bewusst, wie wichtig das ist. Es ist, wie wichtig das ist, dass die Frauen wirklich auch in diesen Diensten tätig sind. Aber diese Dienste können sie nur dann übernehmen, wenn sie wirklich volle Unterstützung auch von den anderen bekommen. Deswegen in seiner Exhortation, liebe Amazonia, führt er ein, in der synodalen Kirche sollten die Frauen Zugang zu Funktionen, auch zu kirchlichen Diensten, die das Weihesakrament verlangen, um ihre Stelle besser ausdrücken zu können. Also man muss auch daran erinnern, dass solche Dienste eine Beständigkeit, öffentliche Anerkennung und Berufung vom Bischof verlangen. Nur so wird es möglich sein, dass die Frauen einen tatsächlichen Einfluss auf die Organisation, wichtigste Entscheidungen und Leitung haben werden, ohne ihren für die Frauen typischen Stil unterdrücken zu müssen. Und in der Praxis hat sich das auch ganz klar gezeigt, als die italienische Rechtsanwältin Francesca Di Giovanni zum Stellvertretenden für die Beziehungen zwischen dem Vatikan und anderen Ländern genannt wurde. Auch Natalia Beckwart als Stellvertretende der Bischofssynode. Und das ist wirklich die erste Frau, die aktives Wahlrecht auf der Ebene der Synode hat. Also das ist wirklich außergewöhnlich. Ja? Das ist wirklich schon eine Position, wo sie wirklich volle Rechte hat und wirklich voll Wahlrecht hat. Jetzt vor kurzem zum Beispiel Katia Sumaria wurde als Verteidigerin bei dem Vatikanischen Berufsgericht genannt. Dann haben wir auch neue Leiterin des Vatikanischen Museums und die neue Leiterin des Vatikanischen Presseamtes. Also die Frauenfrage auf die Frage des Weihsakraments zu reduzieren, wäre wirklich sehr kontrovers. Und das führt nur Kontroversen und blockiert uns. Und gerade der Weg vom Papst Franziskus zeigt, dass man die Zusammenarbeit zwischen Männern und Frauen unterstützen muss und nicht alles an die Frage der Diakonenweihe reduzieren kann. Wobei natürlich auch das Studium dieser Frage sehr wichtig ist. Die Frage weibliche Diakonen, ob ja oder nein, ja, aber es sollte uns wirklich nicht blockieren. Vielen, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Pani doktorko Kolářová. Frau Dr. Kolářová, herzlichen Dank für Ihren äußerst interessanten und umfassenden Beitrag. Und hören Sie jetzt den großen Applaus im Saal? Ja, also auch dieser Augenblick soll für Sie ein Zeichen sein, dass wir sehr dankbar sind für Ihren Beitrag. Es ist nicht immer einfach, wenn wir eine Online-Konferenz veranstalten, auch die Aufmerksamkeit der Zuhörer zu halten. Aber Ihnen ist es sicher nicht gelungen. Davon zeugen einige Fragen, die wir schon über verschiedene Medien erhalten und mit denen wir uns an Sie in Kürze wenden werden. Vielen Dank für Ihren Beitrag. Ich bedanke mich für die Einladung. Meine Damen und Herren, wir haben jetzt das zweite Referat des heutigen Abends uns angehört. Referat von der Kanzlerin des Erzbistums Prag, Frau Dr. Maria Kolářová. Und jetzt haben Sie die Gelegenheit, also alle, die uns verfolgen, im Facebook, auf YouTube oder über Zoom, jetzt haben Sie die Gelegenheit, Fragen an beide Referentinnen zu stellen. Einige von Ihnen haben bereits so getan. Wenn Sie noch zögern, möchte ich Sie aufmuntern. Im Zoom gibt es ein Feld, wo Sie direkt am Chat teilnehmen können. Und unsere Kolleginnen im Nebenraum
haben dann die erforderlichen Instrumente zur Verfügung und sie leiten uns ihre Fragen in diesen kleinen Computer weiter, den ich in der Hand halte. Und ich kann dann ihre Fragen den Referentinnen vorlesen, egal ob sie hier vor Ort in Prag sind oder sonst irgendwo, zum Beispiel in Deutschland. Und jetzt kommt schon die erste Frage von Barbara aus Deutschland. Und sie richtet sich an Frau Meier mit der folgenden Frage. Ich werde die Frage so vorlesen, wie sie gekommen ist. Das heißt auf Deutsch, die Frage wird ja auf Tschechisch auch gedolmetscht. Ich würde gerne Frau Meier fragen, ob sie ab und zu nicht das Gefühl hat, dass der Kampf für Frauenrechte gleich wie der Kampf von Don Quixote mit Windmühlen ist. Ja, es stimmt, dass wir wirklich viel bessere Stellung haben als unsere Vorfahren. Aber Sie haben es selbst gesagt. Nach 250 Jahren der Kampf, nach 250 Jahren des Kampfs verlangen wir oder kämpfen wir fast gleiche Punkte. Tolik tedy otázka na paní Meier. Das ist also die Frage an Frau Meier, eine und von einer Teilnehmerin. Muss man sagen, ich hoffe, Sie hören mich wieder. Ja. Ja, gut, wunderbar. Grundsätzlich muss man natürlich sagen, schon Frauen dürfen wählen, Frauen können arbeiten ohne Erlaubnis des Mannes. Es gibt mehr Frauen in Führungspositionen, aber grundsätzlich gibt es natürlich schon viele Bereiche, wo man jetzt ganz stark, glaube ich, als Gesellschaften insgesamt aufpassen muss in Europa. Zu Beginn der Sitzung oder der Tagung wurde ja nochmal das Thema Corona benannt oder die Ausgangssituation mit Corona und die Zunahme von Gewalt gegen Frauen im Zuge jetzt der Corona-Krise, Arbeitslosigkeit von Frauen. Also wir haben viele Situationen, die gerade eine Befürchtung zulassen, dass es ein Stück weit auch wieder zu einem Rollback kommen könnte an ganz vielen unterschiedlichen Stellen. Und es zeigt zum Beispiel eben auch, ich bin ja kurz eingegangen auch auf die Istanbul-Konvention, dass Polen die Istanbul-Konvention wieder aussteigen möchte aus der Konvention. Das entsprechend angekündigt hat. Also ich glaube, an diesen Stellen gibt es schon immer wieder Situationen, wo man auch als gesamte Gesellschaft, als Männer und Frauen auch ein Interesse haben muss, für Gleichstellung insgesamt einzustehen und gemeinsam Hand in Hand sozusagen dafür auch sich einzusetzen, weil man eben weiß, und das zeigen ganz viele Zahlen auch im EU-Raum und im gesamteuropäischen Raum, dass eine gleichberechtigte und gleichgestelltere Gesellschaft auch dazu führt, dass man wirtschaftlich, dass man auch gesellschaftlich bessere Ausgangsvoraussetzungen hat und gemeinsam sozusagen auch, ja, bessere Situationen für Männer und Frauen erreicht, wenn man eine gleichberechtigtere und gleichgestelltere Gesellschaft hat. Also insofern, glaube ich, kann man schon sagen, es gibt eine gewisse Basis, aber man muss aufpassen, dass man eben nicht jetzt durch die Situation mit Corona, aber ich sage jetzt mal, vor einigen Jahren habe ich auch gesehen, dass es gewisse Gefahren gibt durch starke rechtspopulistische Strömungen in ganz Europa. Das ist ja nicht ausgestattet. Diese Situation, also wo es immer wieder Situationen gibt, wo man befürchten muss, dass Frauenrechte wieder eingeschränkt werden und nicht man sozusagen wieder einen Rollback hat und nicht vorwärts geht für eine gleichgestellte Gesellschaft. Vielen Dank für Ihre Reaktion. Und ja, es ist eine Aufforderung, achtsam zu bleiben, und diese Aufforderung nehmen wir gern an, damit es eben kein Rollback gibt. Jetzt habe ich die nächste Frage vor mir, eine Frage von David Matina, und die Frage richtet sich an Frau Dr. Kolářová.
Es wird zunächst darauf hingewiesen, dass Sie Heiligen Paulus zu Beginn erwähnt haben für das Argument der Gleichstellung von Frau und Mann. Halten Sie es für richtig, den Heiligen Paulus hier zu erwähnen, der für seine patriarchalen Zitate auch bekannt ist? Zum Beispiel aus dem Brief an die Korinther, aus dem 14. Kapitel, wo es heißt, die Frauen sollen aus Versammlungen ausgeschlossen werden. Und er fragt, wie sollen wir den Heiligen Paulus liberal interpretieren im Sinne der Unterstützung der Gleichstellung von Mann und Frau? Der Brief an die Galater sagt, es gibt keinen Unterschied zwischen Mann und Frau. Das wäre eine Frage an einen Bibelwissenschaftler, eher als an mich. Einige Briefe stammen nicht direkt vom Heiligen Paulus, sondern von seinen Schülern. Das heißt, eine mögliche Interpretation ist, dass sie aus seinen Gedanken hervorgehen, aber sich schon an die Zeit anpassen. Und eine zweite mögliche Interpretation, die mir nachvollziehbar erscheint, ist, dass die folgenden Briefe an konkrete Versammlungen gerichtet haben und auf konkrete Probleme in der Gemeinschaft reagiert haben, sodass die damalige gesellschaftliche Stellung auch reflektiert wurde. Und er wollte keinen Umbruch verursachen. Aber der erste Brief ist ein zeitloser Brief. Und das, was von Herrn Matjena auch zitiert wurde, das verstehe ich als ein Anliegen der damaligen Zeit, wo es um konkrete Belange ging. Ich könnte auch wiederum hinweisen, dass woanders steht, dass ein Mann einmal verheiratet werden soll. Und wir haben trotzdem ein Zölibat, auch wenn an einer anderen Stelle steht, dass auch ein Priester verheiratet sein kann. Also das war eine Frage von Herrn Matjena. Und wir haben die nächste Frage hier, eine Frage an beide Referentinnen. Schwester Angelika Pintjirova fragt, glauben Sie, dass wir sowohl in der Kirche als auch in der Gesellschaft ausreichend Mut haben, zu akzeptieren, was wir schon dürfen? Und Schwester Angelika ist eine Frau, das heißt, das betrifft vor allem die Stellung der Frau. Zunächst gebe ich das Wort nach Deutschland an Frau Mayer. Ich weiß nicht, ob wir in Verbindung sind. Frau Mayer, haben Sie die Frage gehört? Nicht gehört? Otázka, also nicht auf Deutsch, ich habe Tschechisch gehört gerade. Otázka na paní. Also die Frage an Frau Mayer, glauben Sie, dass die Frauen sowohl in der Kirche als auch in der Gesellschaft genug Mut haben, das zu akzeptieren, was schon möglich ist? Ich glaube, dass der Mut ja darin liegt, das, was man verändern möchte und was man glaubt, dass sozusagen an Gleichberechtigung noch fehlt und an Gleichstellung, sich dafür gemeinschaftlich einzusetzen. Und das würde ich sozusagen als mutig auch bezeichnen an dieser Stelle, hier die richtigen Wege zu finden, um gemeinschaftlich sowohl in gesellschaftlichen wie auch in kirchlichen Kontexten zu mehr Gleichstellung und Gleichberechtigung zu kommen. Weil man sieht ja auch, dass der Weg dahin noch einiges vor noch vor uns liegt und steinig ist, sowohl im gesellschaftlichen Kontext wie auch im kirchlichen Bereich. Děkuji pěkně. Vielen Dank für die Reaktion aus Deutschland. Und jetzt bitte ich auch Frau Dr. Kolářová um ihre Stellungnahme. Es kommt immer darauf an, es gibt bei uns Frauen, die ihre Rollen akzeptieren und annehmen. Wir haben Richterinnen, wir haben aktive Frauen. Aber gleichzeitig ist es gut, wenn man Vorbilder sieht, wenn man
Ermutigung bekommt, wie das auch Papst Franziskus macht. Ohne diese Ermutigung, ohne das Gefühl, akzeptiert zu sein, ist der Weg noch viel schwieriger. Wenn wir sehen, dass es nichts Besonderes ist und dass man willkommen ist, dann ist es viel leichter. Vielen Dank für diese Reaktion. Ich habe jetzt auch eine Anleitung aus der Regie bekommen. Ich sollte Ihnen nochmal sagen, dass Sie wirklich weiter Fragen stellen können bis 7:45. Also über Facebook, YouTube oder Zoom können Sie Fragen stellen. Überhaupt kein Problem. Jetzt die nächste Frage. Die nächste Frage, die zu uns aus München kam, eine Frage von Annette Lange. Und die Frau Lange fragt, die Frau Dr. Kolaschewa, welche Aufgaben muss die Kanzlerin des Erzbistums in Prag ausüben? Haben Sie mehr mit finanziellen Fragen zu tun oder mit organisatorischen Fragen zu tun? Oder geht es auch um Pastoralprojekte, für die Sie Verantwortung haben? Ja, es hängt immer davon ab, wie das Erzbistum organisiert ist. Meistens hängt die Arbeit vor allem mit der Korrespondenz zusammen. Das ist eine Rolle, die vielleicht als langweilig wahrgenommen werden kann, aber natürlich gibt es auch weitere Aufgaben. Also wir haben zum Beispiel das gemacht, dass das zivile und kirchliche Abteilung zusammengetan wurde. Und ich habe auch deswegen eine Personalagenda. Ich habe unter mir auch eine Expertin für die menschlichen Ressourcen. Ich organisiere aber auch die Arbeit von den Informatikern, von den Juristen. Also ich bin nicht für die wirtschaftlichen, ökonomischen Angelegenheiten verantwortlich, aber habe zum Beispiel auch mit unterschiedlichen internen Regelungen zu tun. Also wie gesagt, juristische IT-Fragen und noch Personalfragen. Das sind meine Aufgaben. Ja, jetzt können wir uns ein bisschen besser vorstellen, was so eine Kanzlerin oder ein Kanzler während seines Arbeitstages machen muss. Und dann die nächste Frage kommt vom Herrn Molnar und er wendet sich sehr wahrscheinlich auch wieder an die Frau Kolaschewa, aber vielleicht auch an unsere deutsche Referentin Frau Meyer. Herr Molnar erwähnt, dass der Jesuit Johannes Beutler war Mitglied eines Papstkomitees, die im Jahre 1976 über die Möglichkeit, Frauen Priester zu werden, debattiert hatte. Oder wissen Sie irgendetwas über die Arbeit dieses Komitees, dieses papstlichen Komitees? Ja, ich habe zwar davon gehört, aber ich müsste wirklich nachschauen. Also ich weiß, dass diese Rat oder diese Kommission existierte, aber ich weiß jetzt nichts mehr darüber. Ich weiß nicht, ob man jetzt die Protokolle nachlesen kann oder sich anschauen kann. Also ja, ich weiß, es existierte, aber ich habe mich damit nicht mehr auseinandersetzt. Die gleiche Frage an Frau Meyer. Wüssten Sie ein bisschen mehr über diese diese Kommission, über diese biblische, päpstliche Kommission, die über die Weihe der Frauen? Nein, ja, sieht so aus, dass Sie auch nicht antworten können. Also
Ich wende mich jetzt an Herrn Molnar und falls Sie eine andere Frage haben sollten, bitte wenden Sie sich nochmal an uns. Aber Ihre erste Frage konnten wir nicht beantworten. Und jetzt gucke ich mir die anderen Fragen an, die wir über Zoom bekommen haben. Hier sehe ich keine weitere Frage. Und genauso sieht es auch am Facebook und beim YouTube aus. Also wenn jetzt die Teilnehmer dieser Konferenz keine Fragen mehr haben sollten, müssen wir diesen heutigen Abend nicht mehr verlängern. Ich glaube, das heutige Programm war sowieso offiziell bis um 8 Uhr geplant. Deswegen sind jetzt ist es schon 10 nach 8. Wir wissen natürlich auch, dass man wirklich viel, viel mehr konzentriert sein muss, um eine Online-Konferenz zu verfolgen. Es ist wirklich sehr unterschiedlich zu einer klassischen, normalen Konferenz. Also in diesem Moment würde ich vielleicht zu der jetzigen Debatte sagen, vielen, vielen Dank. Vielen Dank an Sie, vielen Dank auch nach Deutschland, vielen Dank für Ihre Referate. Ich glaube, dass Ihre Referate uns wirklich eine gute Grundlage für die Debatte morgen geschafft haben. Also wir werden morgen nachmittags eine Podiumsdiskussion haben, so wie Sie das auch im Programm sehen können. Also wir fangen morgen schon um 16 Uhr an, also 2 Stunden früher als heute. Ich will mich wirklich in diesem Moment nicht nur bei unseren Referentinnen bedanken, aber ich bedanke mich auch bei unseren Dolmetscherinnen, auch wenn Sie sie nicht sehen können. Sie können sie sicherlich hören in Ihren Kopfhörern. Also ich bedanke mich auch bei Ihnen, liebe Damen. Und natürlich bedanke ich mich bei dem ganzen Organisationsteam. Ich erlaube es mir auch bei der Kamerafrau zu fragen, ob sie wirklich das ganze Gremium, das ganze Orga-Team uns zeigen könnte, damit Sie sich eine Vorstellung davon machen können, wie es bei uns aussieht, hier bei uns in Wrschowice, auch wenn Sie nicht da sind. Können Sie, Sie haben das Bild immer noch nicht bei sich, sieht so aus, aber mal sehen, wie weit es technisch klappt. Also das ist wirklich das ganze technische Team, das wirklich hier den ganzen Abend tätig war und konzentriert war. Meine Damen und Herren, wir sind zum Schluss des heutigen Abends gekommen und mir bleibt nichts mehr übrig, als mich bei allen bedanken und Ihnen einen wunderschönen Abend zu wünschen. Sie können zum Beispiel auch an ihre Bar annähern jetzt bei Ihnen zu Hause. Ich wünsche natürlich Ihnen einen schönen Abend. Vielleicht werden Sie auch weiter debattieren über die Themen, die wir heute hier eröffnet haben. Und wir werden uns wieder morgen um 16 Uhr